Kannst du das Mikro so hin tun, dass ich dein ganzes Gesicht sehe? Sonst sehe ich nur immer so das eine Auge. Das ist verdammt verwirrend. Ey. Das ist mit dem alten Mikro eben noch schlimmer gesehen. Da hast du wirklich gemessen, durch so Gitter durchschauen. So. Hey, hallo. Verdammt unangenehm. So, wie findest du das? Das wieder zurück. Das ist gut. Das doch wieder zurück. Nein, ist tipptopp. So. Also, mal fragen. Nein, danke, das ist super. Hey. Also, wie bist du auf die Idee auf dem Podcast, mein Lieber? Jetzt soll ich dich ein bisschen interviewen, sonst haben wir ja. Warte mal, fühlst du erst an. Aha. Dann kannst du mich gerne fragen. Ist gut alles? Ja? Wie ist das Bild? Umwerfend. Heute sowieso, genau. Und der Ton? Gut. Ja, dann legen wir los, gell? Ja, also. Lala! So, da sind wir. Hey. Feelgood-Podcast Nummer so und so viel. 40. 41. 2, 43. Nein. Du, kennst du nein, 42 so viele ist Katrin Hönnecker. Ah. 43 in dem Fall. 43? Mhm. Außer Katrin Hönnecker findet nicht statt in der Aufnahme, dann 42. So, jetzt haben wir noch den Prozess, den unglaublichen Prozess vom Feelgood-Podcast noch gehört. Jan Oliver Bühlmann. Ich sage Bühlmann, du sagst, wie sagst du? Bühlmann. Sag, oder Bühlme. Bühlme. Der Bühlme. Bühlme sagt man halt in Luzern, gell? Mm-hmm. Bühlme. Mm. Bühli. Du hast wollen wissen, wie ich auf den Podcast gekommen bin. Mhm. Ich wollte seit Jahren einen Podcast machen, aber ich wollte unbedingt mit Video. Und durch unglaublich glückliche Fügungen hat der Charlie mit dem Christoph mal geredet. Und der Christoph hat ihm erzählt, dass er da so ein Studio zusammenbaut für eben so Videopodcasts. Und dann hat der Charlie den Christoph und mich zusammengebracht. Und jetzt sind wir seit bald eineinhalb Jahren dran. Und es macht sau Spass. Und ich bin Christoph auch mega dankbar, weil er macht eine Top-Arbeit. Ich habe auch Freude. Das ist gut. So einfach. Du, das ist das Handy. Das ist sicher dein Handy, oder? Hä? Aber weißt du? Dein Handy in das, wo nie in Gitarre-Case. Ja, ja, weißt du, warum es nie läutet? Lass es noch ein bisschen suchen. Eben, es läutet nie, weil du es wahrscheinlich gar nicht dabei hast, oder? Das stimmt. Ja. Und jetzt höre ich es einmal. Das ist wirklich aufregend. Du bist so einer, dir kann man anrufen und dann gibt es manchmal, gibt's mal so drei Wochen später, gibt es eine Antwort. Hey, sorry, ich bin irgendwie im Wald spazieren. 3 Wochen lang. Ja, so. Ah, okay. Ja, meistens sehe ich dann aber so eine unbeantwortete Nachricht und finde so, die könnte ich mal wieder beantworten. Dann ist sie halt einfach 3 Wochen alt. Absolut. Ich bin aber auch so einer. Kann es gehen, oder? Ich bin nicht so ein sofort alles erlediger Typ. Ich glaube, das ist ein bisschen das Künstlerische, oder? Man muss ein bisschen Sachen prokrastinieren. Ja. Auch wenn die SMS-Antwort nicht besser wird nach 3 Wochen. Sie wird nicht besser, nein. Ich probiere es aus Huren rauszuschieben. Nein, das ist so. Allgemein probiere ich einfach nicht so viel an dem Kasten zu ziehen. Also, es ist gar nicht das Probieren, sondern. Eigentlich muss ich eher das Gegenteil machen. Ich muss immer eher schauen, dass ich mal wieder ans Handy gehe. Mm. Für mich ist das im Fall wirklich eine riesige Ablenkung. Ist es auch? Also eine negative Ablenkung. Yeah, yeah. Weißt, so, ich meine, du bist irgendwie dran und nachher bist du irgendwie dran und dann ist der Tag um. Hey, oder kannst du ihn eigentlich an diesem Gerät verbringen, ohne dass du etwas Gescheites gemacht hast? Das stimmt. Das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Es ist beschäftigend. Also darum wollte ich mir eben Wecker zu tun, weißt, wo nicht mehr das Handy ist. Das ist eine gute Idee. Dass du einen separaten Wecker hast. Kennst du die Sonnenwecker? So die Lichtwecker? Ja, meine Freundin hat so eins, bringt überhaupt nichts. Nicht? Also bei mir nicht. Ich bin auch nicht so.
Ich bin nicht so der Wohlfühl-Aufwacher, das schaffe ich nicht. Irgendwann wache ich einfach auf. Wow. Ja, es gibt, schau, jetzt vibriert es bei mir auch noch. Was ist denn heute los? Ich kann nicht jetzt. Aber du nimmst es noch führen. Ja, aber das... Soll ich auch schnell noch schauen, wer es ist? Nein. Nur damit ich den Flugmodus mache. Jetzt haben wir einen Trick gemacht. Ach, Scheiße, jetzt bist du mir einer voraus. Okay. Bei dir vibriert es jetzt auf immer im Gitarrencase. Ich glaube nicht. Wieso hast du das Gitarrencase dabei? Der Anruf der Woche war das. Und jetzt ist so, es ist wieder still. die Frage darf ich jetzt überhören. Nein, warum? Ich bin ganz langweilig. Ich war in Luzern, es war Weihnachten bei den Eltern. Und in dieser Zeit habe ich wieder ein bisschen üben. Habe ich Gitarre mitgenommen. Ah. Ich trage sie tatsächlich überall hin mit. Auch da hinten. Schön. Aber es ist eine E-Gitarre, zum Glück. Da kann ich nicht vorspielen. Hure geil. Man hat es schon überlegt, wenn du schon wieder stehen sitzt mit der Gitarre. So. Hallo. Oh, das wäre hure nervig. Wie geht's? Was machst du? Geht gut. Nicht. Und du? Nein. Du bist so ein Typ, du machst extrem viel, eben zum Teil machst du nichts. Aber niemand kommt es mit. Über. Genau. wir haben uns eine Zeit nicht gesehen. Gut, ich habe dich gesehen an deiner Premiere von deinem Stand-auf-Programm. Du bist einer von den Menschen, die es schon gesehen hat. Es gibt nicht so viele, die das jetzt schon gesehen haben. Ja. Der Umstand bedingt. Was für Umstände? Hä? Was? Ich habe es gesehen. Ich habe dich nicht gesehen, nachher oder vorher. Ich bin einfach so schauen, schnell wie ein Fremder, was sehr angenehm war, auch auf eine Art. Endlich mal nicht müssen mit mir schwätzen. Nachher nicht müssen sagen, wenn ich es gefunden habe. Es wäre peinlich gewesen. Wie hast du es gefunden? Ja. Ja, nein, ich bin der frühzeitig auch gegangen. Nein, es ist gut gewesen. Es hat mir sehr gefallen. Das freut mich. Gut, so dein wahrscheinlich beste Programm, würde ich sagen. Das ist lustigerweise wirklich das, was so ziemlich durchs Band alle auch sagen. Das freut mich mega. Weil und selber du? Selber hat mir immer das Gefühl, dass es so ist. Schon? Ja, aber du merkst ja dann immer erst danach, dass es doch nicht so ist. Ob es wirklich so ist. Nein, du verstehst dann auf einmal, was Ansprüche sind und Ansichten bezüglich Qualität. Und zwar, wenn ich mir ein spezifisches Ziel setze und das Ziel von mir erreicht, dann habe ich natürlich das Gefühl, das ist das beste Programm. Aber jemand, wo das Programm ist geschaut und das Programm ist geschaut und etwas in die Richtung erwartet und dann das ist schon sehr anders gewesen, ja. Die Ziele nicht erfüllt sind, kann es auf einmal sich nicht mehr so toll anfühlen. Und ich bin auch mit dem Programm immer sehr bewusst, ein bisschen, vor allem mit der Zeit bin ich so ein bisschen hier und her geswitcht. Ich meine, du hast Wienerli-Promi schon gesehen. Und das war mein zweiter gesehen. Und das ist recht so poppig, so Parodien, viel kurze, einfache, sagen wir jetzt mal, Jokes. Also recht auf Lacher. Oder? Und Halbidiot ist dann viel mehr so Singer-Songwriter-Ding gesehen, so, um so eine Musikanalogie jetzt zu machen, oder? Wo es viel mehr um Storytelling geht und wie baust du etwas zusammen und so. Und dann verstand ich natürlich, dass jemand, der Bock hat auf das schnell, ich will einfach lachen, poppig, da, dann mit dem sich nicht so wohl gefühlt hat, dafür andere Leute umgekehrt wieder sagen, das finde ich jetzt toll, endlich etwas, wo noch ein bisschen Substanz, kannst du eh nicht sagen, aber wo noch ein bisschen Tiefe hat, wo noch ein bisschen neu miteinander geht. Ein bisschen Storytelling. Genau. Ein bisschen mehr, oder? Ist das ich wollte eigentlich kein Interview führen, es nimmt mich Wunder, ist das bewusste Entscheid gewesen, dass ein bisschen mehr Storytelling reingehst, mehr Anekdoten erzählst? Und gut, Geschichte habe ich immer schon erzählt. Storytelling an sich, es ist viel mehr darum gegangen, die Story über den ganz oben zu erzählen. Das war mein Ziel gewesen. Schaffe ich es, die Geschichte aufzuteilen auf der ganz oben, mit so kurzen Elementen, die immer wieder kommen und dann wieder abzuschweifen. Das ist ein dramaturgisches Ziel gesehen, wo ich nicht gewusst habe, ob ich es schaffe oder nicht. Sondern das habe ich irgendwann, so, glaube ich, 2 oder 3 Monate vor der Premiere habe ich entschieden, dass ich es so will machen. Okay. In der Arrangierung vom Material sozusagen. Und habe dann immer so das Gefühl gehabt, weiß nicht. Und ich habe sogar noch irgendein Tryout gehabt, das mache ich nie mehr, vor Kollegen. Also wirklich mega viele Comedians sind gekommen. Noch ein paar Autoren, die ich gut kenne. Und der Veranstalter und so. Und es ist
brutal. Zum Glück ist der Charlie noch dort gewesen, weil der Charlie oft in der ersten Reihe, in der Mitte oft immer. So, weißt du. Und zwischen still gewesen. Hey, sonst ist es wirklich, oh mein Gott. Weil, das ist dann das andere, ich habe das Ziel in meinem Kopf gehabt, ich probiere denen das zu zeigen, aber sie wissen ja nicht, was mein Ziel ist und die zweite Hälfte war Katastrophe gewesen. Und dann habe ich aber eben das dramaturgische Ziel tatsächlich erreicht, was bis auf, glaube ich, zwei Leute auch nicht wirklich jemand gemerkt hat, bewusst. Sonst haben sie gemerkt, es ist wieder ein bisschen anders und es ist vor allem persönlicher und das ist dann wieder, Und dann ist mit dem Feelgood ist wieder bewusst das Ziel gewesen, da ist jetzt mein Ziel, schaffe ich es, eine ganze oben lang so wie eine Mixed-Show wirken zu lassen. Es ist auch auf einmal ein neues Arrangement gesehen. Ich habe noch einen Support-Fix dabei, der zuerst 2025 macht. Dann machen wir Pause, ich spiele mein Programm am Stück, bla bla bla. Und darum verstand ich natürlich, wenn es dann so hier und her switcht, dass dann die Leute eben so, manchmal denken sie das eher und dann denken sie eher, das wird passieren. Und erwartungshaltig enttäuschen finde ich an sich nichts Schlimmes. Weil, wenn du es genau kriegst, das hat der Harder mal gesagt, dann haben die Leute keinen Anreiz mehr zu kommen. Ja, und es gibt ja immer auch hoffentlich neue Leute, die kommen, genau. Wo das reinkommen. Genau, und das ist dann das, was ich gemerkt habe, dass dann eben mittlerweile Menschen, die mehrere Programme sind, schauen, dann kriegst du anfangs ehrliches Feedback. Dass sie haben schon Halbidiot gesehen, dann haben sie viel gut gesehen und gut, das Neue haben jetzt noch nicht so viel können schauen, logischerweise. Aber dann spiele ich viel gut und dann kommt jemand und sagt, ah, das hat mir jetzt viel besser gefallen als das Letzte. Und dann denkst du, ah krass, das Letzte hat ihnen nicht so gefallen, aber weil sie schon Wienerli-Promi gesehen haben, das ihnen gefallen hat, haben sie gewusst, ich könnte das. Also gehen wir nochmal schauen, vielleicht macht er jetzt das, etc. Es ist eh ein Prozess, oder? Also genau. Du wirst ja auch nicht, jetzt noch nicht angekommen. Also es wäre ja langweilig. Nein, es geht ja nicht um angekommen, aber es geht wirklich immer um bestimmte Ziele. Und mein Ziel für das jetzt ist gesehen, dass ich alles das, was ich dir erzählt habe, probiere in ein Programm zu packen. Ja, das wäre geil. Geil. Und das habe ich. Dann wärst du angekommen. Nein, auch dann nicht. Weil eben dann kommen wieder andere Ziele. Und das habe ich aber schon das Gefühl, dass ich das jetzt angekriegt habe. Eine Flasche wird geöffnet. Und zwar wirklich auf das Storytelling und gleich schnelles Zeugs, wo extrem lustig ist, das zusammenzukriegen. Ich habe das Gefühl, das habe ich mit dem jetzigen Programm geschafft. Und ich habe Angst gehabt, Physis vergisst man oft in so Themen. Physis ist vor allem beim Feelgood dazugekommen, auch so ein Ziel gewesen. Bei der habe ich Angst gehabt, dass die zu wenig vorhanden ist. Und jetzt ist es noch geil, weil viele haben gesagt, sie haben nicht das Gefühl, dass es weniger physisch ist. Im Gegenteil, die Physis ist jetzt nur dann eingesetzt, wenn sie muss eingesetzt werden dafür. Richtig. Es bringt dir dann auch nicht, dass du... Ist das ein besseres Mittel? Also, dass du bei einem Satz, wo... Mehr auf. Genau, dass du bei einem Satz, wo es nicht braucht, dass du dann noch etwas Physisches machst, ist zum Teil dann too much. Weil es nicht organisch wirkt, weißt? Ja, voll. Ich würde sagen, es kommt sehr auf den Typ drauf an, oder? So ja, logisch. So einen Jim Carrey willst du eigentlich nur wegen dem sehen, vor allem, oder? Natürlich, aber dem seine Jokes basieren ja schon auf der Physis. Und das ist eben der Punkt. Er hat auf ganz viele physische Witz. Ich habe vielleicht 5 physische Witz. Er macht ausschließlich das. Ja. Das ist so geil. Den liebe ich auch. Und er zum Beispiel hat sich ja wie selber neu erfunden. Der Jim Carrey hat eigentlich gelebt von Parodien. Jahrelang hat der Jim Carrey, als er Stand-up gemacht hat, eine Parodie gemacht. Auf eben so Clint Eastwood und all das Zeug. Ja, ja, voll, so hat er angefangen, genau, hure geil. Und danach hat er das alles aus dem Fenster geworfen. Er hat gesagt, wenn ich jetzt dann noch so weitermache, dann wird es nicht. Also dann bleibe ich wie hängen. Und dann hat er wie alles aus dem Fenster geworfen. Und dann hat er, ich weiß nicht wie lang, aber hat ziemlich lang, hat er absolute Grütze gespielt sozusagen. Und hat einfach sich und das Publikum herausgefordert. Er hat zum Teil einfach geschaut, dass alle ihn hassen an dem oben und hat einfach gespielt, bis wirklich alle gegangen sind. Und weißt du, halt ganz absurdes Zeug, so quasi wie die künstlerische Freiheit erlangen. Und dann hat er einfach Zeug aufgebaut und dann ist das Physische gekommen, wo er auf einmal eben so wie eigene Figuren kreiert hat und auf einmal eine neue Art von Witz erzählt hat. Finde ich künstlerisch sehr spannend, mal einfach an die verschiedenen Horizonte gehen und weißt, wirklich so in die Extreme gehen schauen. Und dass du mal einen riesigen Bereich abgesteckt hast und dann in dem innen dich finden. Ja, also du tust einerseits die Komfortzone verloren und andererseits tust eben neue Sachen überhaupt erforschen. Das ist so.
Und das ist extrem wichtig. Und ich glaube, Comedy eignet sich perfekt für das, weil so oder so wirst du immer wieder mal vor dem Publikum scheitern. Empfinde ich sowieso nicht als negatives Wort, aber von mir aus scheitern oder nicht gut ankommen. Mhm. Wenn du schon nicht gut ankommst, dann kannst du wenigstens noch etwas lernen dabei. Also wenn du einfach mit deinem sicheren Material nicht gut ankommst, dann hast du nicht viel daraus gemacht. Dann lernst du aber vielleicht, es ist nicht so sicheres Material. Aber Scheiße, das ist schon geil. Aber eben, wenn du neues Zeugs auslotest, dann passieren auf einmal auch, also magisch ist übertrieben in meinem Fall, aber nicht schlechte Sachen. Weil 079 ist so entstanden. Das ist ein Grundgedanke gewesen, den ich hatte über das Lied. Und dann gehst du auf die Bühne und dann kannst du irgendjemand, fährst mal an, über das Lied schwätzen. Und dann kommt etwas dazu und du merkst, oh, da habe ich irgendetwas. Und wieso habe ich jetzt auf einmal so komisch getanzt? Das habe ich nicht geplant. Und so etwas kannst du nicht schreiben. Sondern das ist, weil du dann eben die Grenzen auslotest. Du oft auf der Bühne, ich mache jetzt etwas, das würde ich nie in meinem Leben sonst machen. Und sie lachen, okay, dann lassen wir das dabei, oder? Das ist für Comedy ist das auch das einzige Richtige, dass du es vor dem Publikum eben erforschst. Musik ist, glaube ich, ein bisschen etwas anderes, weil du für dich selber das viel mehr erforschen kannst und auch musst, habe ich das Gefühl. Voll. Aber ich habe gerade gedacht, im Songwriting-Prozess kann es ein Tool sein. Aber nicht, das ist nicht vor anderen, es ist allein. Aber weißt du, einfach auch einen Song, den du schon kennst, oder einen eigenen Song. Es sind eigentlich zwei Sachen, die ich auch sagen will. Jetzt wird es kompliziert. Also entweder beim Songwriting, wenn du einfach improvisierst und etwas daraus entsteht, aus dem Mood, wo du drin bist. Ja. Oder du bist auf der Bühne mit der Band oder allein und spürst einen Song und merkst jetzt, von der Energie her, die so auch rum ist, braucht es dann nochmal irgendwie den Teil oder eine Improvisation oder nochmal den Refrain. Nochmal den Refrain. Ja, so etwas. Und das ist geil, wenn du auf das kannst eingehen. Das ist ein höchstes Level, finde ich. Und Im Rock'n'Roll hast du das ja noch oft. Also der Chuck Berry ist so einer gesehen und der Jack White auch, die schreiben zum Beispiel keine, also Jack White schreibt keine Setliste. Und der Chuck Berry hat auch einfach nach Feeling, hat er irgendwie gesagt, einen Song gespielt und er hat die Band, die immer gebucht gesehen ist, nicht seine eigene Band, sondern immer wenn der Chuck Berry nicht mehr auftreten ist, hat es geheißen, es muss eine Band sein, die alle seine Songs gab. Das ist bedingend. Oh shit. Und Bruce Springsteen erzählt das mal in einem Interview. Er hat mal für eines von diesen Konzerten hat er da gespielt. Und dann hat sie wirklich einfach ein paar Songs. Und dann dreht er sich um und sagt, jetzt machen wir Too Much Monkey Business in D. Oh, und ich so, was? Und dann müssen alle in dem Moment reagieren. Weil er einfach gerade in dem Moment Bock hat und irgendwie es richtig fühlt. Und der Jack White ist auch, eben, der schreibt keine Setliste oder so, sondern der geht auf die Bühne und dann fährt er an spielen und dann merkt er, wie ein DJ eigentlich, weißt du, wo eben die Crowd liest und merkt, ah, die finden jetzt mehr den Musikstil geil, oder die gehen jetzt mehr auf das ab, geht dann in die Richtung. Und das schon nur mit den Songs. Keine Ahnung, was er dann in den Songs noch alles macht, dass es dort hingeht. Mm, geil. Aber nein, das mache ich nicht, so Zeug. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann, dass es könnte in die Richtung gehen, vielleicht. Aber du hast also Piano-Improvisations hast gemacht. Unterwegs. Aber das war ein ganz anderes Konzept gewesen. Oder ist immer noch ein anderes Konzept. Das ist ja eigentlich für dich im Moment, wie es gerade sich angefühlt hat. Ja, voll. Für die, die es nicht wissen, wo da einer hockt. Ich erzähle euch jetzt etwas über die Piano-Improvisations. Bitte erzähl mir. Vor langer Zeit. Erzähl mir, Jan, bitte. Also, es war einmal ein Vagabund, der mit seinem Auto unterwegs in die Welt raus ist. Und ein Piano dabei hatte dort drin. Und der Vagabund hat Strassenmusik gemacht eigentlich. Und hat Gitarre gelernt, um Strassenmusik machen. Aber weil eigentlich eben gern Piano spielt, hat er das Piano mitgenommen. Und dass er das auch fördern kann, hat er ein Projekt gemacht aus dem.
Ja, und zwar, du hast die sogar so, gefilmt. Das war es. Ja, voll. Ich habe das. Und der. Die Idee hinter dem komischen Ding, das ich jetzt gerade da erzählt habe, okay, ist effektiv eben im Perfektionismus aufzunehmen und festzuhalten. Das ist die Idee. Und darum habe ich es gefilmt. Und darum habe ich so einzelne so Clips rausgegeben, wo ich improvisiere und wo ich Fehler mache während dem Improvisieren, weißt? Und wo nicht, wo ich so anlasse und finde, oh shit, das ist ein Huren nicht gut da und da hat es wieder einen guten Teil, aber der Rest ist irgendwie und Huren Mühe haben mit dem und jetzt habe ich ja schon länger wieder Käse rausgegeben, weil ich so finde, fuck, ich habe kein Gutes mehr. jetzt hast du noch die ja, so Huren nervige. Nein, ich habe schon noch ein paar, wo so Momente haben, die wieder gut sind. Aber es ist wirklich so die Idee vom... Ich habe ja lange keine Musik rausgegeben. Lang, 6 Jahre oder so. Es wird sich dann mal ändern. In 6 Jahren. Nein, möglichst gleich. Und die Idee, also das hat auch mit Perfektionismus zu tun bei mir. Vielleicht kennst du dich auch ein bisschen aus in diesem Gebiet. Mir steht sich selber im Weg oder so. Ich habe etwas wollen kreieren oder möchte immer etwas kreieren, wo ich selber einfach hure geil finde. Und ich selber weiss, jetzt bin ich an mein Limit von meinem Können gegangen, in dem Moment. Ja. Und wenn ich das eben nicht schaffe, für mich, dann ist es so, dann ist es nicht genug gut. Und dann im Songwriting-Prozess bei mir hat es oft gegeben, dass ich den schon vorher aufhöre. Wenn ich einen Song anfange zu schreiben und ich nachher lasse ich ihn wieder so an und merke schon so, ist gar nicht geil, flash mich jetzt irgendwie bis da einer schon nicht, wieder verwerfen. Und nachher hast du 100'000 angefangene Sachen, nicht fertig. Perfektionismus. Gut in dem Moment. Oder? Und darum habe ich das Piano-Projekt, wo Tales of Now heisst, eben so Geschichte von jetzt, einfach so kleine Sachen, tack, machen, in dem Moment, inspiriert von dem Sonnenuntergang da in Cadaqués oder wo. So. Ja, weil ich, also wie du sagst, man steht sich oft selber im Weg, weil eben Musik ja oft so etwas Definitives muss sein. Also bis es ja dann auf dem Album oder als Single rauskommt oder was weiß ich, hast du ja so viele Schritte durch müssen machen, wo dann irgendwann einfach die Entscheidung kommt, genau so ist es und genau so wird es sein. Und dann gibt es immer noch, klar, irgendwann die Möglichkeit, macht man vielleicht noch eine Akustikversion, die anders tönt oder was weiß ich. Ja, und live ist dann nochmal anders. Du könntest 100 Jahre lang weitermachen. Aber eigentlich musst du irgendwann ja mal einfach einen Strich drunter setzen und sagen, so ist es jetzt. Ja, genau. Und das ist eigentlich eben wieder zu dem gekommen, wie zum Beispiel Jim Carrey. Das ist das Gegenteil von dem, was du auf der Bühne in der Comedy kannst machen. Nämlich, eben, du fährst mal an, Zeugs erforschen und auf einmal eben stoßisch auf Öl und denkst so, oh shit, da haben wir ja wahnsinnig viel Öl und aus dem raus kannst du dann etwas kreieren, wo bis zur Derniere, bis zur Aufzeichnung vom Programm und was weiß ich, nicht definitiv ist und sich immer noch weiterentwickelt und zum Teil sogar dann anfängt verfaulen, sagt man gern. Also zum Teil, in meinem Fall, denke überkocht wird. Es ist nicht mehr al dente, es ist so, ein bisschen zu tot gespielt. Und dann kannst du natürlich wie zurückgehen und sagen, ich glaube vor einem halben Jahr, plus minus dort und dort, ist immer noch nicht perfekt gesehen, aber es ist wahrscheinlich das Perfekteste gesehen. Ja, es ist so roh irgendwie. Und am nächsten bei dem, wo die Inspiration herkommt, ist. Ja, ich kenne das auch. Aber ich kenne auch das andere, wenn du eine Songidee hast, die eigentlich gut ist und das ist ein Demo und du stellst es auf die Seite und nachher machst du weiter andere Sachen, oder? Und das Ding ist aber eigentlich nicht ganz fertig, zum Beispiel. Und dann steht es rum und das ist so, vielleicht hat das Level erreicht, wo für dich so gut ist in dem Moment, dann tust du es weg. Nach ein paar Wochen hörst du es wieder an und dann ist es so, ja, irgendwie fühlt sich schon wieder anders an jetzt. So. Ja. Und so kannst du ewig. So vergehen die Jahre eigentlich. Und darum finde ich es eben noch wichtig, mittlerweile, im Alter, dass man Sachen eben fertig macht. Und das Prokrastinieren, das wir vorher gesagt haben, ist eben doch nicht so gut für mich. Eben irgendwann wird es schädlich. Du hörst auf, oder? Irgendwann wird es schädlich. Und ich glaube, du bist es gesehen. Ich ja.
sehr viel Musik von dir schon immer toll gefunden habe und dir dann auch sehr oft gesagt habe, wie toll ich welches Lied gefunden habe und so weiter und so fort. Hast du mir, glaube ich, gesagt, das ist mittlerweile 2 Jahre alt und ich bin an einem völlig anderen Punkt gewesen in meinem Leben und empfinde eben das Lied gar nicht mehr so, wie es für dich jetzt vielleicht rüberkommt. Ja, genau. Und das finde ich schon noch krass, weil das ist ja gerade noch mit dem, wenn man dann noch den Business-Aspekt von der Musik dazu nimmt und es dann heisst, wir warten mit Release bis dann und dann und das ist die Single, nicht das. Und ja, genau. Und dann ist der Song irgendwie schon 5 Jahre alt und du hast ihn schon eigentlich satt und dann fährt es erst an und für die anderen ist er neu und dann musst du nie den Abend spielen irgendwo. Ja, und dann musst du die Emotionen wieder abrufen. Auch. Also. Eben vor allem, wenn du noch in Richtung Ballade gehst. Mache ich nicht. Gut, mein Lieblingssong am Anfang ist ja Stay Young gesehen. Das ist ja keine Ballade gesehen. Aber der hat dir auch nicht so gefallen. Ja, nein, das ist halt. Das ist von fast. Ja gut, jetzt ist eh. Also, ist 7 Jahre, 8 Jahre. Wir jetzt auch länger haben, ja. Schon. Gut, dann hat es gepasst. Dann hat es auf eine Art gepasst. Aber er ist immer noch so ein bisschen. Also eigentlich etwas, was ich nicht unbedingt machen wollte, aber es ist das der geworden. Ja, ich wollte dort eigentlich ein Gefühl vermitteln, von, was der Satz ja eigentlich auch schon sagt. Das hat es ja schon auch auf eine Art gemacht, aber der Song schlussendlich ist genauso, wie du gesagt hast, irgendwie geschrieben, aus einem Feel-Good-Moment raus und nachher hat man gefunden, das wird Single. Und ich habe gefunden, ich wollte eigentlich gar nicht mehr unbedingt auf dem Album. Und dann hat es geheißen, entweder wird es Single oder es ist fertig. So. Also gut, wird es halt Single. Ja, und weil es eben Single geworden ist, ist es ja dann auch recht abgespielt worden, bis zum geht nicht mehr. Ja, voll. Ich komme immer noch Geld über. Danke, wirklich? Suisa. Merci, gell. Ja, aber dann hat's 5.50 Franken gibt man für. Aber dann hat sie immerhin bis etwas gebracht, oder? Ja. Wir haben ein bisschen einen Jockey kaufen, feine Jockey, ein halbes Jahr. Und die EP nachher ist mein Liebling gesehen, All For You. Aber das weißt du ja. All For You, ja. Yeah. Und da bist du auch immer so ein bisschen gesehen, wirklich? Ja, bin ich auch jetzt gerade wieder. Nein, das war auch spannend gewesen. Damn, wann war das gewesen? 2014 oder 2015? Ja, wirklich 5-6 Jahre her so. Ja. Yeah. Irgendwie so. Schon ein Zeitchen her. Weil aufgrund von dem, warte jetzt, ich glaube aufgrund eben von Stay Young haben wir uns so richtig kennengelernt. Wir haben uns immer so Bin ich im Radio gewesen, genau. Und dir? Und das hat noch Radio gemacht? Das ist so absurd gewesen. Ich war immer das Gefühl, ich muss da ins Mikrofon hineinschauen. Wenn ich zu den Leuten rede, ist das nicht komisch? Das ist sehr komisch. Hallo. Vor allem habe ich das Gefühl, dass diesmal noch viele Leute werden zuschauen. Weil, wo du mal in der Woche und schon gesehen bist, wir haben noch nie so viele Nachrichten gekriegt von irgendwelchen Damen, die gesagt haben, der Livestream funktioniert nicht. Könnt ihr bitte die Kamera anmachen? Oh shit, wie geil ist denn das? Das ist jetzt sicher nicht mehr so. Das ist ein Jahr her vielleicht. Also. Du, die Zeit läuft immer schneller. Ja. Aber eben, du bist bei Energy Basel, was eigentlich eh schon ein Wunder war, dass überhaupt bei Energy Basel jemand mal auf Besuch gekommen ist. Weil normalerweise kriegst du Töne von Zürich. Schon, schickst du es einfach rüber. Ja, also wenn irgendwie so eine, frag mich nicht, die neue Bachelorette, die läuft einmal ins Studio Zürich und dann wird es für alle Sender aufgenommen, weißt du? Ja, aber die hat eben keine Zeit. Und du bist vorbeigekommen, und das habe ich nie gehabt mit einem Gast wie mit dir. Wir haben ein Interview gemacht und nachher haben wir ohne Scheiß etwa 2 Stunden gelabert. Ja, ja. Das kann man noch gut mit dir labern. Ja, das ist so. Darum hast du ja auch einen Podcast. Genau. Und jetzt haben wir schön abgerundet, haben mich gefreut. Also tschüss. War geil. Eigentlich müsste ich mal einen machen, weißt du, wild nur so mit einem Gast und einfach so nach 5 Minuten so, wie geht's? Gut, du, bin gerade so das peinlich. Und das machen. So peinliche Stille. Nein, war schon geil. Und danach haben wir uns immer wieder gesehen, logischerweise. Und dann irgendwann auf dem Weg haben wir so etwas wie eine Freundschaft angekriegt. Ich finde es faszinierend. Es war oft so, weil einer mal in ein Studio läuft für ein Interview und nachher.
Ja. Ich habe alle anderen Aufnahmen nachher sogar wirklich vergessen, weil wir einfach so im, im Gespräch gewesen sind. Oder gut. Ja. Yeah. Das ist gut, der Flow. Der Flow-Zustand nennt man das. Genau, absoluter Flow. Und dann ist glaube die andere EP gekommen und so. Und dann hast du ja bei Energy Stars for Free hast Auftritt gehabt. Mhm. Und es ist so lustig, weil ich habe dich noch nicht gut kennt, auf vielleicht ein Jahr oder so, und ich bin so stolz gesehen. Ich habe das so geil gefunden. Yeah. Ich habe raus müssen mit dem Büssi go moderieren und du bist schon bereit gewesen, hinter so einer Wand. Weißt, das eigentlich dreht nachher. Wo dann die Bühne sich dreht. So geil. Und du bist so dort gesessen und hast gewartet, bis du dran bist. Und ich sehe dich so mit deinem Hut und ich so, das ist der, ja. Das war der Hut gewesen. Wirklich? Ja, das war der Hut gewesen. Den habe ich jetzt gefunden bei meinen Eltern irgendwo in einer Schachtel und habe gefunden, dann nehme ich wieder mal für. Und dann haben wir uns schon gesehen, so, hey, und ich so, so geil, der Jan ist da und jetzt dreht er die scheiß Bühne und dann spielt er da vor irgendwie 13.000 Leuten. Hure, das war super gewesen. Das war super gewesen. Im Hallenstadion 2014 oder so. So was, ja. Mhm. 13 oder 14. Vielleicht sogar 13. Hure geil. Ja. Und dann habe ich gemerkt, Hure geil. Wenn man vom Jan redet, also vom Jan Oliver oder vom Jan Bühlmann oder vom Jan Oliver Bühlmann. Dann redet man immer von einer anderen Person. Vom Bühler Olivermann. Dann ist mega oft, da ist mal Mr. Schweiz gesehen. Gell? Hm. Und ich habe gemerkt, mich stresst das, glaube ich, fast mehr als die, wenn das jemand sagt. Hm, schon. Ich komme dann immer in so einen Schutzmechanismus, wie ich so, ja, aber der ist im Fall Musiker, der macht wirklich gute Musik und der kann das auch. Also weißt du, der ist nicht einfach der schöne Typ, den sie angestellt haben, der so ein bisschen Lieder trällert, sondern der mit der Gitarre. Schrubben. So auf dem Stuhl mit der Schärpe. Vor allem so. Ja. So da mit oben. Mit Fäden, die dann für dich. Marionette. So marionettenmässig. Geil. Halala. Ja. So, und wirklich, wir sind sogar mal. Das ist aber schön. An der Street Parade haben wir gesehen. Und logischerweise kommen dann irgendwie Leute und sagen: Hey, du bist Mr. Schweiz. Und, so. Und ich habe gemerkt, du bist Musiker, das stresst aber nicht, wenn du wegen so etwas angesprochen wirst. Nein. Unmittelbar nach dem Jahr hat mich das nicht gestresst. Dann hat es ein Fäsel gegeben, wo ich gefunden habe, ja, bin ich mal gewesen, oh, aber geil, es längt langsam nicht. So, ich bin auch mal Kindergärtner gewesen, so. Und du bist mal Bäcker gewesen, oder keine Ahnung, oder hast mal eine Lehrer. Oder, weißt, so, ich identifiziere mich nicht mit Sachen, die ich mal gemacht habe. Ja. Das ist ja hure schräg. Oder wir Menschen, in dieser Gesellschaft vor allem auch, legen so Hütchen an und identifizieren uns mit, jetzt bin ich das, jetzt bin ich gerade Banker. Ich bin Banker, weil du jetzt dort arbeitest. Und dann hat man ein Bild von dir, ah, du verdienst viel Geld, blablabla, oder? Ja. Und ich bin mal Banker gewesen. So. Und ich bin mal Mr. Schweiz. Weiss ich genau, wie du bist. Das ist schon schräg. Und so, wenn die Leute so auf einem zukommen, eben darum so, du bist doch mal der Schweizer Meister gewesen. Nein, der Mr. Schweiz. Yeah. Aber Schweizer Meister ist auch gut. Dann ist es so wie, ja, jetzt haben sie das Gefühl, sie kennen einen. Und das kann nerven. Yeah. Und das hat mich eine Zeit lang genervt, bis ich gemerkt habe, hey, wir Menschen brauchen Labels, oder, um ein bisschen Sicherheit zu haben, um uns das Dasein irgendwie erklären. Ja. Darum ist es völlig okay. Und dann ist es mir wieder eigentlich recht egal gewesen. Bis jetzt. Aber ich glaube, dort habe ich dich dann kennengelernt, wo es dir schon wieder recht egal gewesen ist. Ja, ich glaube auch, ja. Aber das mit den Labels stimmt absolut, weil nicht nur für Medien, sondern eben vor allem auch mit Menschen, die ich kennengelernt habe, bin ich ja. Also schon als kleiner Bub und logischerweise ab dem Moment, wo ich dann selber irgendwie eine Sache in den Medien gemacht habe, ich bin immer der Sohn von Heinz Margot gesehen. Ja. Immer. Automatisch. Und mit dem, ja. Eben dann auch schon die Erwartung, aha, dem Fall ist er eher so und so und so und so. Und was ich eben bei dir krass finde, ist, dass so das Bild vom Mister und wer du bist, dass das nicht wirklich gross zusammenkommt in meinem Kopf. Aber mit dem tue ich eben auch ein Bild von Mr. Unrecht, weil man hat ja dann noch ein paar andere kennengelernt.
schwach. Ja, und es gibt zwei, drei, die sind tatsächlich so. Ja, logisch. Aber es gibt auch ganz viele, die sind nicht so. Oder? Mhm. Wie der dumme Fußballer. Ich kenne nicht viele Fußballer, aber ich würde sagen, mehr als die Hälfte empfinde ich nicht als dumm. Mhm. Ja, ja, voll. Weißt, aber es kommt eben mit dem Label mit. Ja. Ja, es ist halt so. Es hat halt gewisse Idioten gegeben. Die muss es ja immer wieder geben. Und es ist halt ein Schönheitswettbewerb. Ja. Come on, das ist so. Hey. Aber es gibt ihn ja gar nicht mehr, oder? Nein, das gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Ich kann es richtig zu Tod treiben, das Ding. Wann bist du es gesehen? 08? 10. 10. 2010. Und nachher hat es noch zweimal gegeben, glaube ich. Okay. Wir haben es gefunden, okay. Okay, wir lernen das. Ja, ich glaube, wir lernen es. Aber das weiss ich aber noch, darum habe ich immer schon gewusst, dass du ein geiler Sieg bist, weil ein guter Freund, wo dort bei Glanz und Gloria geschafft hat, da hast du dann so Geschichten gehört, folgt mir nicht in die Stadt, in einem Hotel, noch mit einem bekannten Schauspieler irgendwie im Gang rumgeschuttet. Ich weiss, was du redest, ja herrlich. Ja, das hat natürlich lustige Übungen gegeben. Und dann denke ich so, das ist ja noch krass, wenn du etwas hast, ich weiß nicht, eben, es ist ein Job in dem Moment, aber es ist klar begrenzt, du weißt, du hast oft ein Jahr lang, hast du oft Ausnahmezustand und du weißt, du kannst dich ja nicht darauf vorbereiten oder so, dann bist du oft ein Jahr lang, bist du völlig im schrägen Zug drin. Ja, ja, voll. Und es ist so mit der Zeit, ich habe ja keinen Plan gehabt, auf was ich mich einlasse. wirklich nicht. Das war so nach der Matura und ich bin gerade reisen. Und in dieser Zeit habe ich ganz fest einfach gedacht, alles, was sich gut anfühlt, Intuition, mache ich. Ohne es mental analytisch zu beeinflussen. Und ich das war eine bewusste Entscheidung gewesen. Ja, und einfach das war mein Lebensstil in dieser Zeit. Mhm. Und der habe ich noch ein bisschen, ich habe schon ein bisschen gemodelt vorher, einfach so ein bisschen zum Geld verdienen, während der Kante. Unter anderem war das ein Job gewesen. Sonst bin ich noch Security gewesen. Das sind jetzt meine zwei Jobs gewesen. Und dann bin ich in einer Kartei gewesen und dann bin ich aus dieser Kartei rausgezogen worden. Ich habe mich aber gar nicht offiziell angemeldet, sondern man hat mich gefragt, willst du dort mitmachen? Mhm. Und dann hat mir meine Mami angerufen und ich bin gerade auf den Philippinen an einem Strand gewesen, gerade nach dem Surfen. Und sie kommen ein SMS über auf das Nokia 310 und ja, geantwortet irgendwie, ja, was ist für Mr. Schweiz, okay. Mhm. Ich glaube, ich will es nicht bereuen, irgendwie gut angefühlt so. Yeah. Und ich habe geschrieben, mit 50 will ich es nicht bereuen. Das war meine Antwort gewesen. Nachher bin ich dort hin und ich wollte mich nicht informieren, was es ist, weil ich es nicht beeinflussen das Gefühl. Okay, krass. Und bin dort hin und habe keinen Plan gehabt, was mich erwartet. Bin ich geworden und ich dachte, was muss ich jetzt machen? Was mache ich jetzt? Das ist mein Gedanke, was mich ausgerufen hat. Ich dachte, fuck, was mache ich jetzt das Jahr lang? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Und hast du Plan gehabt für das Jahr eigentlich? Ja, ich dachte, ich werde studieren. Ja, okay. So wie jeder andere. Ich dachte, ja, wir gehen studieren, wenn du nicht weißt, was machen, oder? Und ist das irgendwie dazwischen gekommen? Und dann habe ich das gemacht. Nach zwei Wochen ist mir dann bewusst gewesen, was es ist und was ich machen muss und wie es das restliche Jahr noch wird aussehen. Yeah. Da bin ich dann ein kleines Loch gefallen. Und dann habe ich gedacht, easy, komm, das ist eine unglaubliche Lebensschule. Ist doch geil, ist doch geil. Und andere hätten es auch mega gerne gemacht und so. Jetzt stehst du für das hin. Mhm. Und dann habe ich es irgendwie durchgezogen. Aber ich habe wirklich einfach immer das Hütchen angelegt, bin aus der Tür und bin dann in der Schweiz gewesen. Wirklich? Hast du es ja, ganz bewusst? Ja, ich musste es abtrennen irgendwie, weil für mich ist es ein riesen Mindfuck, wenn du vom einen Tag auf den anderen angesprochen wirst von irgendwelchen Fremden. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder heimlich gefilmt wirst. Ja, ja, ja. Hure, schräge Sachen, oder? Mhm. Und dann konfrontiert wirst mit einer Bekanntheit. Mhm. Das ist irgendwie gerade Anfangs 20, wo du eh hure am Suchen bist und am Verlieren, ja. Ist das ein riesen Schräge. Das ist schräg. Und ich glaube, es hilft auch, wenn du in dem Moment wirklich so bewusst den Hut anziehst, weil aus eigener Erfahrung und natürlich nie in dem Level von Bekanntheit, aber bei mir ist es so ein schleichender Prozess, dass halt oft irgendwann erkennt dich mal jemand von etwas und dann wartet es mal zwei, drei mehr. Das heisst, du hast eben nicht Tag X, wo du sagst, ja.
so und so muss ich reagieren. Mhm. Und habe dann oft gehört, dass vor allem früher ich anscheinend recht arschig reagiert habe für die Menschen. Und zwar einfach, weil ich keine Ahnung hatte, was machen. Also weißt du, du bist ja, ja ein bisschen überfordert. Du lernst es ja nie nicht. Sagt aber so, du bist doch da und da. Ja. Das wirkt dann schon so, ja, was willst du eigentlich? Weißt du, ich so, shit, was mache ich jetzt? Und jetzt, was willst du? Bist du fett oder was? Ja. Ja, es geht so, es löst schon so ein bisschen Emotionen aus, wo man nicht genau weiss, was so, ja, willst du jetzt etwas irgendwie? Oder, genau. Oder und, ja, soll ich jetzt noch irgendetwas machen oder schnell einen Tanz vorführen oder weißt du, so, schon noch schräg. Ja. Es ist etwas hure Schräges. Aber der Unterschied finde ich eben so, wenn du aus eigener Kraft, wie du, eben, weißt du, so dort hinkommst, an eine Bekanntheit, aus etwas, wo du aus eigenem Antrieb und Leidenschaft machst, sehe ich es eben ein bisschen anders. Ich weiss, was du meinst. Und oder ist ja mega schmeichelhaft, wenn das ist ja wie ein Erfolgsding. Seit ich für Comedy erkannt wird, ja. Ja. Aber alles davor hat sich gleich angefühlt, behaupte ich, wie so ein Mr. Schweiz-Ding. Also, sure. Ja, dass mich jemand von einer Fernsehmoderation kennt, oder von dieser Kinderserie, oder was weiß ich. Was für eine Kinderserie? Das ist eine SRF-Schulhaus-Soap, ist das gesehen. Also, ich habe gewusst, irgendwas gemacht hast. Mit so Kiddies, wo also einerseits mitgespielt haben, aber andererseits, wo die den halt erkannt haben. Und das alles ist, oder vom Theater und so, weißt du, das ist alles eben nicht Eigenleistung. Das ist dann eben so ein bisschen, ja, ich werde erkannt für das, was ich mache. Geht es um die Eigenleistung oder geht es darum, ob du richtig kannst dahinterstehen? Eben, logischerweise, du musst ja irgendjemand hinkommen und... Dann machst du einfach Shit, oder? Dann machst du extrem viel Shit, ja. Und weißt du, die eine SRF-Sendung, die ich moderiert habe, das ist zum Grundgedanke, ist das ein tolles Ziel gewesen. Und das ist dann aber im Endergebnis, kannst du eben nicht mehr dahinter stehen. Weißt? Aber du denkst mal, ursprünglich denkst, das ist eine geile Sache. Und dann kommt es aber nicht so, wie du willst. Und dann gibt es wieder Sachen, wo du stolz gewesen bist drauf, wo du gesagt hast, ja, genau das habe ich dort so wollen. Das sind die Sachen, die dich niemand dafür anspricht. Nein, ja, aber das passiert dann wirklich gesagt. Aber kann es passieren, ja. Seit Comedy wirklich einfach, und auch bewusst damals entschieden, ich mache nichts mehr anders. Ich habe mit dir mal das Gespräch gehabt wegen dem. Und zwar wegen auch dahinter stehen können, was man macht. Nämlich zu sagen, in meinem Fall, dass ich auch irgendwann sage, ich bin Komiker. Und in deinem Fall, dass du irgendwann sagst, ich bin Musiker. Ja, ja, und kein komisches Gefühl dabei haben, wenn man es sagt. Und sich so ein bisschen dahinter wieder verstecken und wieder ein bisschen so, aber eigentlich bin ich dem nicht würdig, dem Titel sozusagen. Mhm. Dem Label. Genau. Und seither, dort habe ich auch Freude, aber ich habe auch davor schon gelernt, eben besser damit umzugehen. Vor allem, weil du eben dann auch mit der Zeit merkst, warum spricht die Person an. Die will ja in irgendeiner Art und Weise etwas von dir. Das klingt so blöd. Und zwar, eben, es muss nicht ein Foto sein oder ein Autogramm oder was weiß ich, aber halt eine Interaktion. Mhm. Und wenn du die gibst, dann kannst du den Menschen auch Freude machen. Die Interaktion geben. Aber das ist die Aufgabe, weil sie sagen nicht, hey, sag etwas Tolles, mach etwas Lustiges, sei nett zu mir, sondern sie sagen wirklich, bist du nicht der Schweizer Meister? Mhm. Und du, eben, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst, dann ist es so, doch bin ich. Was willst du von mir? Also so in dem Stil, oder? Ja, voll. Und darum habe ich das Gefühl, um den Kreis zu schließen, wenn du so einen Hut anziehst und wirklich rausgegangen bist, sagst, ich bin der Mister, ich bin der Mister Schweiz. Und es kommt jemand, dann sagst du, ja klar, bin ich der Mister Schweiz, alles gut. Ja, voll, jetzt machen wir ein Foto. Oh Mann, du bist gerade eine Anekdote. Leck du mir, du hast ja wirklich Aufgaben gehabt als Mister Schweiz, unter anderem in einem Verkaufshaus, wo, sagen wir mal glatt, Zentrum. Natürlich in einem Verkaufshaus. Irgendwo vom dritten Stock haben sie einen Stuhl an den Tisch hingestellt. Und dann hast du so eine Big Autogrammkarte gehabt. Das Wasser nebendran, du bist hingehockt und dann hat es einen, ohne Seich eine etwa 400 Meter lange Schlange gehabt, die so da hinten rum ist. So um alles rum. Yeah. Und die Leute sind stundenlang angestanden, um ein Autogramm von Mr. Schweiz zu holen. Mm-hmm.
Zum Teil ohne den Namen zu wissen, sondern einfach Mr. Schweiz. Genau, oder? Sondern hinter mir ein Plakat oder hinter dem Typ der ein Plakat. Mr. Schweiz oder so. Dann hockst du dort. Und wenn du dann eben denkst, was mache ich da? dann bist du am Arsch. du darfst einfach nicht denken. Du musst einfach machen. Und dann gibst du einfach Autogramm. Und dann will jeder noch ein Foto. Mhm. Und was ich mich gerade daran erinnert habe, ist folgende Sequenz. Nach etwa 3,5 Stunden Autogramm schreiben, Krampf im Finger und immer müssen lachen. Yeah. Wirklich, so, da Bäckli eigentlich schon lange nicht mehr aufgebracht. Und so halben Krampf im Gesicht vom Lachen. Und eine wollte noch, ja, machen wir noch ein Foto. Ja, ja, klar, machen wir noch ein Foto. Und probiert zu lachen und es ist wirklich nicht mehr wirklich gegangen. Ohne Scheiß. Das Gesicht ist kaputt. Und sie dreht sich so auf die Seite so empört und schaut mich an. Du musst lachen. Das ist dein Job. Du bist der Mr. Schweiz. Und ich bin so dort, ich lache. Ist gut, ich probiere es gerade so. Effektiv gesagt. So geil. Und kurz auf das runter springen zwei nebendran vorbei. So, hey, wir müssen noch schnell. Hey, der ist nur noch 2 Wochen Mister. Wir müssen noch schnell ein Autogramm holen. Und ich auch so dort. Wow. So geil. Wow. So. Fuck. Aber was absurd. Was richtig geil ist, ist, dass sie ja eigentlich so auf den Punkt bringt. Ja, beide. Also beide bringen zu mir. Eigentlich bringen es beide auf den Punkt. So ersetzbar, einfach irgendetwas. und du musst einfach lachen. Das ist dein Job. Das ist ein ersetzbarer Lachender. Ja, das ist wirklich, das ist die Definition von dem. Ich hatte jetzt gerade eine Eingebung gehabt, nämlich, dass eigentlich, früher habe ich immer so, nicht zynisch, aber früher habe ich immer so ein bisschen sarkastisch gegenüber eben all das Bachelor, Mr. Schweiz, das Gleiche in Weiblich etc. etc. Habe ich immer ein bisschen sarkastisch auf das reagiert, weil ich von es ist ja der Gipfel von einfach die Menschen, wenn bekannt hat oder was weiß ich. Gibt es viele auch, die das haben wollen. Genau. Ja. Mittlerweile ist es ja das Gegenteil fast. Und das ist die Eingebung, die ich jetzt hatte, weil wir kennen alle Social Media und wie dort Menschen erfolgreich werden. Dass eigentlich so etwas wie eben der Mr. Schweiz eigentlich eine wunderschöne Darstellung gesehen ist, von was mit der Gesellschaft kann passieren. Absolut. Dass eben einfach irgendjemand einen Stempel drauf knallen und eben... Ja, und dann geht's los. Hure einfach. Hure gut. Krass. Ja, schau mal, krass. Wie einfach, dass, so, dass man gestrickt ist. Dass wir gestrickt sind. Und in, ist geil. Und eben in deinem ist Fall... Ist gut. Ja, mega. Und in deinem Fall, was ich eben auch krass finde, ist, wenn du es ein Jahr machst und es ist so begrenzt, eben erst nur noch 2 Wochen. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer Grinser. Ja, voll. So gut. Das, hey, nein, geil. Dass du dort ja aber wahrscheinlich wow. Schon ein bisschen wie eine Marionette fühlst. Weil eben, es ist ja einfach, also du entscheidest ja nichts. Das ist das Gegenteil vom künstlerischen Ausdruck. Es kommt ja nicht ein Management und sagt, auf was hast du Bock? Wir haben uns überlegt, vielleicht das oder vielleicht das. Sondern es ist viel mehr heute ein Glattzentrum. Voll! Morgen Matratze, E-Bake, was weiß ich. Ja, genau. Übermorgen Whirlpool, dort und dort. Hast du das auch müssen machen? Hast du auch die Whirlpool-Fotos müssen machen? Nein, ich habe mich, also gegen gewisse Sachen habe ich mich wirklich gewehrt. Ah, hast du schon eine freie Entscheidung? Ja, also ein bisschen. Ja, aber nachher musst du schon irgendwie halb nackt hockst in einem Whirlpool. Ja, weißt du, ich habe auch, Jobs sind schon auch teilweise in die Richtung gegangen. Aber, right, also ganz alles habe ich nicht gemacht. Und mit der Zeit konnte ich es ein bisschen beeinflussen, dann auch, weißt du, da kann ich sagen, irgendwie, oder ich checkt, ich könnte es ein bisschen beeinflussen, weil mich jeder Grind irgendwie doch kennt. Da könnte ich noch irgendwie etwas machen, etwas Gescheites. Und dann konnte ich zum Beispiel auf dem Rütli am 1. August neben der Bundesrätin eine Rede halten. Wirklich? Das ist auf meinem Mist gewachsen, das war meine Idee, ja. Um ein Anliegen eigentlich verkünden. Mhm. Das konnte ich dann machen. Hure geil. Mhm. Aber ja, halt einfach auch nur wirklich eine grosse Aktion von
Was von künstlerischer Freiheit. Was war das Anliegen? Mehr auf Bedürfnisse von Kindern eingehen. Ja. Und zwar auf eben, genau, eben die, wie die künstlerische Freiheit. Wenn ein Kind in der musischen Disziplin stark ist und in der mathematischen weniger, dass man es in den Stärken eher fördert, weder dass man es darauf herumhängt. Also eigentlich das Schulsystem. Ja, ja. Und weil ich bin so aufgewachsen, ich bin ein nieter Schüler gsi. Ich bin in der Real. Ich bin 3 Jahre in der Real gehockt. Und bin ein schlechter bis mittelmäßiger Realschüler gsi. Und zwar einfach, weil ich nicht wollte und nicht verstanden habe, warum ich muss jetzt da Bruchrechnungen machen muss, wenn ich doch könnte die Zeit nutzen, zum Klavier üben, zum Gedicht lernen. Weißt, das hat mich interessiert. Und irgendwann, ach gut, ich war auch rebellisch noch und habe es auch nicht wollen, oder bin ich auch ein schlechter Schüler noch gewesen, weil ich gar nichts gemacht habe. Das haben wir genau gleich gemeinsam. Oder? Ja. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, gut, jetzt wird es wirklich ehrlich, ernst, so jetzt geht es langsam richtig, jetzt kannst du zwischen Bäcker und Maurer aussuchen, oder? Als Lehrer. Und dann musste ich einfach handeln und dann, gut, ja, das ist dann eine andere Geschichte. Aber so, einfach so, weißt du, wie viele Leute gibt es, die so, eben, du ja auch, die so aufwachsen, einfach in man wird reingequetscht, du musst das können, du musst das können, du musst das können, ihr alle, nachher sind alle da, nachher gehen alle BWL studieren. Und dann hat man eine breite irgendwie Masse, aber diese Leute haben alle Talente, eigene, individuelle. Ja. Und die gehen fucking unter. Die gehen einfach alle unter. Und ich glaube, eben die einzelnen Talente der Menschen sind dazu da, um sie zu zeigen, Mann. Dass jeder hat, ist ein bisschen anders und hat die. Und die müssen raus. Das ist zum Beispiel erstaunlich gesehen. Für mich ist es jetzt nicht mal, es ist sicher auch prägend gesehen, aber früher habe ich natürlich noch 2-3 Witze darüber gemacht, dass ich in Steiner Schule bin, für die ersten 5 Jahre von meinem Schulleben. Und dann habe ich wollen gehen, weil ich wollte benotet werden. Und dann habe ich die erste Note gekriegt, habe ich gefunden, komm wieder zurück. Nein, und ich habe wollen so ein bisschen mehr, ich kann nicht wollen, jeden Morgen für 3 Wochen das Gleiche durchnehmen und dann das Nächste. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir haben extrem frühe Sprache gehabt. Und vor allem, ich denke, mein Performance-Drang hat sich umso mehr können festigen aufgrund von einer Steinerschule. Weil auf irgendwie ist Fasnacht und dann sagt der Lehrer, falls jemand noch etwas will vorführen, einfach zu mir kommen. Und wieso auch immer? Eben, weil als Kind wahrscheinlich das noch nicht hinterfragst und nicht über Folgen nachdenkst und nicht überlegst, Scheiße, könnte ich dann nachher irgendwie blöd dastehen, wenn ich mir das jetzt getraue und ich weiß nicht, ob ich mir getraue. Keine Ahnung, ich bin wie 6 gesehen. Dann gehe ich zu dem Lehrer und sage, ja, ich. Also, okay, super, wie lange? Und ich sage, keine Ahnung, 5 Minuten. Und ich habe Bullshit, ich habe irgendetwas gemacht. Und alle haben zugeschaut und es ist überhaupt nichts gesehen. So, weißt? Einfach on the spot. Du bist einfach für. Ja! Und nicht vorbereitet? Nichts. Nein, ich habe irgendein halbes Slapstick probiert, dass ich irgendwie in die Fasnachtsdekoration reinlaufe und so Zeugs. Aber ja, es hat keine Sau lustig gefunden. Und nachher bist du so, das hat nicht funktioniert. Aber weißt du, du hast kein Schamgefühl, du hast keine Angst, etc. Nicht. Und so etwas ist natürlich, für so etwas ist eben so eine Förderung in dem Moment, einfach mal anbieten, sagen, hey, will jemand? Und die Person findet für sich dann schon raus, ob es das ist oder nicht. Und mein bester Freund damals, der hat, ist ein Top-Leichtathlet gesehen und ein Top-Hornspieler. Also ich bin ja dann schon nicht mehr in der Schule gesehen, aber irgendwann, so Teenager-Zeit, ist dann mal so eben für ihn eher die Entscheidung gewesen, eher Sport, eher Musik. Und so das Maturjahr sozusagen, das 12. Jahr, ist auch fast nicht mehr in der Schule gesehen, weil er schon mit irgendeinem Sinfonieorchester durch Asien gereist ist, wo eben die Förderung extrem stattgefunden hat. Ja. Und der ist jetzt der Profimusiker. Ja, voll gut. Mega geil. Hure geil. Ja. Also, ich
bin nachher an einer Musiksportklasse an der Kante. Und etwas Ähnliches gemacht wie das. Also ich habe jetzt so ein bisschen gewettert über das Schulsystem. Yeah. Aber es gibt natürlich, es gibt Konstrukte, die huere gut sind, die mega fördernd sind. Die sind ja da. Die sind ja da. Aber so für die breite Masse ist es einfach doch nicht mega zugänglich. Aber so eine Steiner-Schule kostet etwas und da gibt es eine andere Schule. Natürlich. Und ich bin nur da, weil es die einzige Schule war mit Blockzeiten damals. Mit Blockflöten? Nein, bitte. Das auch. Der Flötenwald. Nein, sondern meine Eltern haben beide voll geschafft. Ja. Und es war wirklich die einzige Schule damals, wo Blockzeiten hatte, wo du hast sagen, immer zur gleichen Zeit können wir den abholen und immer zur gleichen Zeit können wir den bringen. Das ist noch krass. Krass, ja. Aber ja, es gibt sicher auch, was ich immer finde und was jetzt auch öfters immer gesagt wird, wie ich merke, ist so, was du in der Schule auch statt, also nicht vielleicht statt, dass du gewisse Sachen lernst, auch sollst lernen, ist so, wie schaue ich, dass ich mich nicht anfangs 20 komplett verschulde. Hey, und wo lernst du das? Eben. Wo lernst du es? Das sind Sachen. Geil, ja. Wie wasche ich ein Wäsche, dass alles am Arsch ist? Ja, voll. Etc. Also, genau, also das Geldthema, das ja in der Schweiz doch ein Thema ist, wo lernst du das? Ja. Also du lernst, wie man das Geld hin und her schiebt. Genau. Irgendwo, auf Konten. Ich habe 2 Jahre Wirtschaft gehabt. Ich habe keine Sekunde gelernt, wie wirtschaften, sondern oft irgendwie, wenn du dann mal mega viel Geld hast, dann tust du vielleicht anlegen. Ja. Also, aber... Stehst du es irgendwo hin? Zuerst muss ich das Minus wegkriegen, wo ich da... Hast du dich auch verschuldet? Natürlich. Ich auch, Mann. Natürlich. Ist doch logisch. Und lustigerweise mit jedem also nicht mit jedem, aber mit vielen aus künstlerischen Tätigkeiten, wo ich rede, ist so... Ja, eh, wenn... Ah, ja, klar. Ja, ja eh. Weil, und das Gleiche aus dem Sport und so weiter und so fort. Also einfach, wenn du mal Geld auf dem Konto hast, du denkst nicht daran, dass... 3 Monate nicht kommen könnte. Erstens das und zweitens, dass nicht 100% von dem Geld auf dem Konto effektiv 100% zum Ausgeben sind. Ja, das ist ja auch so schräg. Nachher, ja, musst du noch hure Steuern irgendwie abgeben. Immer so hinten drin. Genau. Und dann hast du dort mal das verdient, dann nächsten nicht und dann hast alles schon ausgegeben. Und dann, bam, das ist mir passiert. Natürlich, dir wahrscheinlich auch. Natürlich. Und dann hockst du dort und findest, ja, wie zahle ich jetzt? Gehen wir mal in die Ferien und überlegen nachher. ich habe jetzt noch ein paar hundert auf dem Konto. 1500 oder so. Habe ich gerade noch, das lenke noch für einen Flug. Ja, so Zeug habe ich gemacht. Hey. Geil. Lebst doch nur rein. Du hast schon irgendwie. Du hast aber Ferien zahlen lassen von der Schweizer Illustrierten. Ja, sicher. Geil. Ja, dumm, oder? So geil. Ja, für ein Foto, oder? Nein, für Geschichte, für... Also ein paar Fotos, so einfach am Strand ein bisschen. Genau, aber es ist ja vor allem um Beziehungsgeschichte irgendwie gegangen, so, natürlich, oder? Und ich habe meine damalige Freundin gefragt, wir könnten gerade in die Ferien 10 Tage, wir haben nur einen Tag Arbeit und wir müssen halt ein bisschen erzählen, so. Und sie so, ja, watch. Also, ja, wir sind halt einfach Fotos nachher von uns überall, irgendwie. Ja, stress dich. Ja, nein. Also, aufs Leben raus, ich denke immer so. Yeah. Ich mache immer so Perspektive, ich zoome schnell aus der Schweiz raus, aus der Welt raus, so ins Universum und bei dieser Stille und finde so, come on, ist doch scheißegal. Mach's halt. Yeah. Ja, jetzt hat eine geile Ferien, also gut. Haben wir beide gefunden, machen wir. Aber so empfinde ich es auch, weil das ist ja lustigerweise, also für die jetzige Zeit ist das sehr entscheidend, eben das rauszoomen. Und einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie ist in 3 bis 5 Jahren. Und andererseits auch, denke ich so, allein was wir heute schon erzählt haben, mein Gott, eben ich in so einer Kinderserie und irgendwie so eine komische Sendung und so weiter und so fort, das vergiss ich völlig. Es ist ja immer nur entscheidend, was im Moment läuft. Eben auch ich bin mal gesehen, etc. Ja, ja. Es interessiert keine Sau. Ja. Es interessiert niemand. Ja, aber du selber machst dir in deinem Kopf, also kannst dir viel zu viel Gedanken machen. Und, absolut. Und weißt du, so Sachen wie, mein Gott, Lebenswerk, etc. Oder? Warum habe ich in 7 Jahren 5 Programme rausgehauen? Weil ich so finde, lustigerweise, jetzt das ist das Beste, weil ich so finde, Es kann, vielleicht wird eins mal nicht so gut wie das andere, aber es kann ja eigentlich nicht schlechter werden auf eine gesamte Zeit, wenn ich möglichst viel schaffe
und neue Sachen kreiere, ja, weil ich lerne ja immer etwas dazu. Ja, ja, voll. Und dort ist mir dann, ich habe das sogar online, mein erstes Programm. Natürlich ist das nicht so, wie ich es jetzt würde wählen. Und natürlich, also doch, eben dahinter stehe kann ich, weil ich sage, ja, es ist aus dem 2013. Dann habe ich von 2011 bis dann geschrieben und dort ist es so gesehen. Ja, ja, eh. Aber wir haben auch ein bisschen die Kultur halt von zeigen, von Finger zeigen. Oder ja, ja. So, das mit den Labels ist das eine und das andere ist eben so ein bisschen, du hast das gemacht. Und das geht ein bisschen ins Gleiche rein, auch von Label. Oder es gibt einem Sicherheit ein bisschen und Kontrolle. Du hast das gemacht, du bist da, 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 da. Wenn man sich alles kann erklären und ein bisschen das festhalten eben. Sie machen eben oft eben Leute, oder? Ich habe nicht an dem fest. Ich finde so, ja gut, ich bin mal in der Schweiz gewesen, ich habe mal das gemacht, aber ich bin auch mal Realschüler gewesen, weißt du, so, alles die verschiedenen Hüte. Aber die Leute brauchen das so ein bisschen. Du bist das. Das ist schon sehr schräg. Ja. Das ist wirklich, vor allem, es ist so unbedeutend. Let it go, Mann. Aber ja, es ist unbedeutend. Aber das schließt ja eigentlich, den Kreis zu dem Perfektionismus, wo du dann selber dir gegenüber hast, wo du eben eigentlich auch viel öfters einfach müsstest, musikalisch etwas rauslassen. Einfach, absolut. Einfach machen lassen, weil... Schauen, was passiert. Genau. Einfach rausgehen. Das ist absolut meine Devise jetzt. Yeah. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Und da sind wir auch wieder bei der Erziehung. Weißt du? Mhm. Wie rennt man intelligenter? Nein, das ist auch so etwas. Lernen, loszulassen. Etwas hure Wichtiges im Leben. Lernt man irgendwann, eventuell mal selber. Kommt man mal drauf vielleicht so. Vielleicht noch gut, wenn ich lerne, das akzeptiere, dass es so war. Bin ja nicht ich, oder ist ein Scheiß gewesen, aber lassen wir es gehen. Hey, wenn der Gedanke irgendwie doch schon mal früher dir eine Vorbildsperson hätte können mitgeben. Yeah. Und immer mal wieder auf das aufmerksam machen. Wären wir alle Genies. Oder auch, nein, einfach, es wäre so viel einfacher. Es würde so viel einfacher laufen. Für uns alle. Muss ich gerade einen Schluck Wasser haben. Weil du so intelligent siehst, was du gerade rausgelassen hast. Muss ich noch einen Schluck Wasser haben. Nein. Einfach so. Das ist schon schräg, ey. Aber drum dieses Leben. Ja, aber drum habe ich das Gefühl, machst du viele Sachen, wo, eben, wie du vorher auch gesagt hast, nach Gefühl, wenn es sich in dem Moment richtig anfühlt und wie ist denn in 50 Jahren, oder besser mit 50 würde ich es nicht bereuen, habe ich bei dir zum Beispiel nicht das Gefühl, dass du jemals irgendetwas bereut hast per se? Nein, bisher nicht. Gell? Nein, und das ist im Fall eines von meinen Lebensmotten, wenn man es so betiteln müsste. Und ich mich immer wieder daran erinnere und wo mich immer wieder antreibt, Sachen zu machen für mich oder eben auch für andere. Aber dass der Gedanke von im Sterbebett liegen oder vor dem Zug, oder weiss ja nicht, wie gehst, aber einfach so der Moment kurz bevor du gehst und dann überlegen so, ja, das, Tami, nochmal, wieso habe ich das nicht gemacht? Weißt du, so, denen die Regrets zu haben, das ist etwas, was ich einfach nicht will für mich. Und das ist etwas, was mich antreibt, eben Sachen zu machen und unangenehme Sachen zu machen oder eben mal immer wieder mal kein Geld haben als Musiker. So. Das ist das, was mich antreibt. Hey, ich muss es einfach machen. Ich weiss es. Wenn ich es nicht machen würde und wenn ich einfach würde sagen, ja gut, ich mache... Schaufle Geld an eine Wohnung und bin in der Sicherheit. Ich würde es bereuen irgendwann. Und ich habe oft das Gefühl, und ich muss mich aber selber immer wieder mal zu dem quasi an das erinnern, ich habe das Gefühl, man bereut eher Sachen, die man nicht gemacht hat, als Sachen, die man gemacht hat, weil ja dann noch die Ungewissheit rum ist. Oder? Was wäre gesehen, wenn ich das gemacht hätte? Ja. Oder? Und probiere darum, wirklich möglichst alles eben auch zu machen, wo ich das Gefühl habe, das will ich mal. Oder eben, probiere es einfach mal aus. Schau einfach mal, was passiert.
Weil eher bereust du nachher zu sagen, das habe ich nicht gemacht, weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja. Sondern eher, eben, ich habe es gemacht, ich habe es scheiße gefunden. Es ist scheiße gegangen, fertig. Aber macht nichts. Darum bereust du es nicht. Aber gelernt. Dann weißt du, das willst du nicht. Oder, oder du könntest es besser machen das nächste Mal. Ja, das ist im Fall. Ich habe eine Zeit lang in L.A. gelebt. Du bist auch dort gewesen, hast mich sozusagen besucht. Ja. Yeah. Und die Zeit hat mir ganz fest gezeigt, dass das auch ein. Es ist einfach so ein Trend vielleicht. Oder eine Einstellungssache in den Leuten. Weißt du, dass die Angst vom Scheitern. Ja. Yeah. Die Angst vom Scheitern ist etwas mega, mega Menschliches, aber etwas sehr fest Helvetisches. Mega, mega. Hure. Mega. Lieber nicht machen, weil wir könnten ja reinlaufen und dann könnten die anderen wieder zeigen. Und dann bist du mit 50 eben frustriert. Und dann bist du frustriert, du musst deine Frau verlassen, du musst doch noch eine junge Frau irgendwie haben, du musst noch die Affären haben, dass du das Gefühl hast, oder? Du musst alles nachholen. Yeah. Das sind Geschichten, die passieren. Mhm. Die ganze Zeit. Mann, nein. Ja, und eben, ich finde, eben Scheitern finde ich so etwas Positives. Also, du hast das Programm gesehen, darum ist ja Stand auf, auch der Programmtitel etc. Weil es passiert ja so oder so. Also nimm es doch auf das an, was es ist. Und, ja, voll. Man hat Angst vor den Fingern. Oder? Ich kann ja das auch, ich bin ja auch da aufgewachsen. Man hat Angst vor den Fingern, vor den anderen. Du, schau mal. Ja, ja. Das habe ich selber schon erlebt. Weißt du, wenn es dann irgendwie, frag mich nicht, mein Vater macht ein Restaurant in Zermattdorf, oder? Dann kommt tatsächlich irgendwie, du, ich habe gehört, läuft nicht gut, das Restaurant in Zermattdorf. Mhm. So was, Alter. Du hast das gehört, ja? Und jetzt musst du es mir sagen. Und es stimmt nicht einmal. Jetzt wollen wir darüber reden, aber, oder? Aber urschräg. Genau, aber selbst wenn es stimmen würde, so what? Man hat es probiert. Also, aber es ist in dem Fall sogar gut gekommen. Aber mit so vielen Sachen. Das Ergötzen. Sorry. Nur schnell, das habe ich früher natürlich noch viel mehr gehabt, weil mit der Zeit hast du eben so ein gewisses, in den Augen der Menschen, ein gewisses Level an Erfolg erreicht. Und danach sehen sie nicht mehr so das Scheitern. Aber ich weiß noch. Du weißt. Ich mache ab nächstem Herbst mache ich so eine Art Late-Night-Show im Herbsttheater. Durchs Band, alle Menschen. Oh. Mensch, da kommen Leute. Wirklich. Dann machst du das 3 Jahre lang. Und dann hat er gesagt, jetzt fange ich dann an als Komiker, also mache so Stand-Up, Solo auf der Bühne. Ja, aber dann hast du ja keine Gäste mehr und so. Das wird doch nicht. Ja, das Gefühl, das könnte funktionieren. Bla, also du hast konstant die. Sie sagen nicht einmal scheiß Idee oder was weiß ich, sondern einfach so, jegliche Zweifel, die man könnte haben, wenn sie da einreden. Damit es eben ja nicht, ja nicht funktioniert. Und dann auf einmal machst du die Programme und es läuft und irgendwie es kommen Leute und irgendwie es gibt sogar gute Kritiken. Und dann hast du Menschen, die vorher nicht mit dem Arsch angeschaut haben, die so kommen und sagen, läuft ja bei dir so toll, hey, ich muss dir Danke sagen. Jedes Mal, wenn ich auf Facebook etwas von dir sehe, lache ich so fest. La, 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 so. Und dort habe ich dann eben gemerkt, dort geht es mir in meinem Kopf darum, dann nicht in diese Welt hineinzugehen und zu sagen, endlich akzeptiert er mich, sondern vielmehr, super schön, dass es dir Spaß macht und so. Voll, voll. Ich bleibe aber so, wie ich vorher gesehen bin und habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss auf einmal in jede Lounge mich einladen lassen und was weiß ich, weißt? Und das ist eine riesige Schwierigkeit als Künstler, vor allem als darstellender Künstler, aber auch sonst als Mensch. So, seine Linie fahren, weißt? Seinem eben Instinkt irgendwie nachgehen, dieser Berufung, die man irgendwie spürt oder einfach das, was sich für einen gut anfühlt und nicht beeinflussen lassen von anderen Stimmen. Ja. Und das ist so ein schwerer Weg. Weil die Stimmen können ja einem auch wieder auf neue Gedanken bringen, eigentlich, oder? Es können ja auch gute Stimmen sein, oder? Wenn einem wieder Inspiration geben. Also so ein bisschen eigentlich offensiv doch für das. Aber genau doch die Distanz, die du jetzt gesagt hast, so
danke. Mhm. Nicht dort runterfallen, weißt du. Yeah, so. Yeah. Danke, ist gut. Ich gehe das weiter. Mhm. Es ist so schwer, weil auf eine Art ist man ja eben als Künstler angewiesen auf Feedback. Mhm. Das braucht es. Yeah. Oder du kannst ja nicht immer auftreten und jeder findet es scheiße. Dann trittst du irgendwann nicht mehr auf. Mhm. Ich finde das mega, mega schwierig. So dort so seine Linie zu fahren und doch immer mal wieder so offen sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass eben für Musik und die Jobs, die du jetzt sonst noch gemacht hast, weißt du, so Musical und was weiß ich, kann ich mir vorstellen, ist es schwieriger, weil eben das Feedback kann auf viele verschiedene Arten kommen. Und bei mir ist es so, ich merke, wenn Leute lachen, schon mal etwas erreicht. Ja? Natürlich können nachher noch Menschen sagen, wie sie es gefunden haben, aber der Lacher ist schon mal ein sehr klares Indiz. Mhm. Und wenn dann einzelne Stimmen sagen, ich hätte lieber das und das gehabt, oder mir wäre es lieber dort und dort gesehen, dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist so ein bisschen wie, bei der Musik war es, du lernst technisch Sachen, wie kannst du eben Gitarre spielen, wie kann ich Akkord spielen, aha, jetzt kann ich sogar noch Barre Akkord spielen, und jetzt kann ich auf einmal so ein bisschen Picking, bla bla, das sind technische Sachen. Ich vergleiche das immer so mit Bildhauer. Keine Ahnung, wie Bildhauer funktioniert, wirklich null. Ja, aber wenn am Anfang jemand kommt und sagt, hey, mit dem Schleifpapier kannst du irgendwie so ein bisschen etwas runder machen und so kannst du etwas bisschen kantiger aussehen lassen, dann bin ich voll dafür und ich habe mega tolle Menschen in meinem Leben, wo mir in Sachen Comedy weitergeholfen haben. Ich denke huren oft an Deville, aber auch an Victor, an Mike und so weiter und so fort. Ich könnte 100'000 Namen nennen, wo in irgendeiner Art und Weise mir geholfen haben, dass ich technisch besser werde und dass ich Sachen checke, die auf der Bühne entscheidend sind und so. Und dann aber irgendwann kommt der Punkt, wo eben bei der Skulptur, die du als Bildhauer machst, dann jemand sagt, ja, ist jetzt eine schöne Kugel, aber ich fände ja so eine Pyramide viel geiler. Mhm. Und dort kommt dann eben auch der Punkt sagen, nein, ja, voll. Das, ich muss es nicht mal mehr hören. Und das hat nichts mit irgendwie überheblich oder Arroganz zu tun oder was weiß ich, sondern ich bin offen für, wirklich, es gibt Feedbacks, wo ich so denke, oh, eben, noch nie darüber nachgedacht. Stimmt eigentlich. Ich will nicht, dass es das auslöst. Mhm. Das war nicht mein Ziel gewesen. Und wenn es das macht, genau, dann muss ich das ändern. Aber wenn es oft heisst, ja, ich hätte ja viel lieber etwas, frag mich nicht, klassisch, so etwas Politisches, ja. Das mache ich nicht, sorry. Dann müssen wir gar nicht weiter darüber reden, oder? Seine Linie fahren. Doch offen sein. Ja, zum Lernen doch, natürlich musst du immer, finde ich, schon wichtig, dass du offen bist. Ja. Gerade wenn von jemandem, wo du auch schätzt als Künstler, natürlich, wenn der ein Feedback gibt, ist eher ein Hoffnungsohr, wieder einer, der so in Bienen sagt, so, ich singe dir. Ja, das letzte war geiler gewesen. Wieso? Ja, einfach. Ja, bei denen musst du eben, ja, der Prinz, ja, das ist auch wieder eben so der Grad. Mhm. Wie viel Zeit gebe ich jetzt dem Besoffenen, wo mir ins Ohr reinspäuzt? Ja, ja, ja. Dass er gleich auch mit einem guten Gefühl irgendwie gehen kann. Auch wenn irgendwie jetzt nicht huere viele Informationen kommen. Mhm. Das sind die Probleme. Das sind. Aber eben darum denke ich, in der Musik ist es zum Teil schwieriger, eben so den eigenen Weg zu haben. Weil eben die Feedbacks können auf so viele verschiedene Arten und Weisen kommen. Und, hey, und die letzte Instanz ist dann ein Konzert und dann merkst du, ob es den Leuten gefällt. Aber auch denen, ich finde das mega gemein, wenn ich an ein Konzert gehe und die spielen irgendwie Hits, Hits, Hits und dann heisst es, und jetzt kommt ein Song, der ist schon auf dem nächsten Album, das kommt in einem halben Jahr. Und wir haben den Song noch nie gespielt. Gehen alle die Rauchpause. Es interessiert kein Schwein. Mm. Und zwei Jahre später ist tatsächlich ein Hit geworden und die Leute freuen sich wieder, dass der Song kommt. Ja, ja. Aber darum, ich finde es gemein, weil du kannst es eben so schlecht testen, sondern wirklich, du musst oft auf deine Intuition hören. Und oder? Da, ja, absolut. So, gerade wenn es um Musik geht oder ums Lied schreiben.
ich habe für mich gelernt, ich darf auf keine einzige Stimme andere Stimmen hören. Mhm. Weil schlussendlich muss es für dich das Gefühl muss, ja. Das muss stimmen. Und sonst musst du, ja, du musst ja nachher spielen. Du, oder? Es sind deine Emotionen. Und in dem Moment ist es etwas Egoistisches, aber das muss passieren. Das musst du irgendwie abdecken. Mhm. Und ich habe aufgehört, meine Demos zu zeigen. Weißt, Familie und ja, immer mal wieder habe ich das Gefühl, mhm. Den zeige ich jetzt. Aber ich lerne immer wieder daraus. Ich habe das kürzlich gemacht. Und nachher wieder so gedacht, ja gut, was hast du erhofft? Dass sie irgendwie sagt, hey, huere geil. Nein, irgendwie nach 10 Sekunden, du, übrigens, was wollen wir zu Nacht essen? Ist so, ja, lass den huere Song irgendwie an. Also, ja. Ja, weil es ist ja, du musst ja, dass du den richtigen Moment triffst. Grundsätzlich schon mit Musik. Weißt du, irgendwie, ich höre jetzt seit einer Woche ein Lied, das mir unglaublich gefällt. Was? Aber, nein, egal. Also auf dem Beispiel. Aha, das Beispiel. All I Want for Christmas is You von der Mariah Carey. Das kenne ich gar nicht. Nein, aber was auch immer. Dann bin ich so völlig mit dem Lied schon und habe meine Connections gemacht und irgendwie denke so, oh mein Gott, wo ich irgendwie dort und dort über die Straße gelaufen bin, hat der Wind so gekehrt und dann ist im Song gerade das und das passiert. Sag ich, also eine mega Connection. Und sag so dir, hey, das Lied ist so geil, du musst es mal hören. Ja? Dann habe ich irgendwie mein Handy an und du hörst es so mit einem Ohr, aber du bist irgendwie gerade noch am überlegen, eben, was ist sich zu Nacht etc. Allein dort kann ja schon keine Connection sozusagen entstehen. Und ich denke, es ist dann, wenn du jemandem noch etwas Eigenes zeigst, die Menschen müssen ja zuerst in diesem Modus sein, die müssen ready sein. Ja, absolut. Und ich habe gemerkt, eben früher, als ich etwas gezeigt habe, so, wo noch nicht fertig war, du hast die Vorstellung, wo es hingehen kann. Richtig. Oder? Und das ist eben das Tryout bei den anderen, genau so etwas gesehen. Und das ist Horror, oder? Du weißt gerne, du kannst dir das vorstellen, aber die anderen nehmen immer das, was sie gerade jetzt, in dem Moment, eben mit dem Hunger im Bauch oder wie auch immer noch, wahrnehmen und das beurteilen sie. Und wenn es nach 10 Sekunden nicht hure flasht, dann fängt man an, über etwas reden. Das ist schon schräg. Darum einfach kein Tryout zu mir, scheiß drauf. Nein, das ist ja eine gute Übung für dich selber. Das ist ja nicht ganz gleich. Ja, aber eben, ich habe gemerkt, kein Tryout mehr im geschlossenen Raum. Im Sinn von, also nicht wegen Covid, sondern kein Tryout vor Bekannten. Ja. Weil eben, das bringt nichts. Und gerade bei dir schauen es dann noch kritischer an. Nein, sondern es ist eigentlich, die geilsten Tryouts mittlerweile ist so, es steht schon nebenan auf dem Plakat und online, dass es ein Tryout ist. Aber hauptsächlich ist es einfach, der Joel spielt in, frag mich nicht, Rorschach, habe ich jetzt gespielt, oder Marbach, oder sonst etwas mit Ach. Ach. Und es ist eigentlich hauptsächlich, er spielt live. In Marbach-Eck. Und ich komme dann zwar und sage am Anfang noch schnell, übrigens ist es ein Tryout, aber das war es dann plus minus. Ja, ja. Weißt du? Und das ist dann einfach, weil Menschen sind einfach gekommen, etwas zu schauen und entweder hat es ihnen gefallen oder es hat ihnen nicht gefallen. Und das ist dann auch das einzig wirkliche eben Tryout, das etwas bringt. Das ist so mein Empfinden. Und bei den Sachen, die du machst, ist es noch mehr das eigene Empfinden. Noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel auch, das ist ja das Spannende, die Piano-Improvisationen, oder? Wo in dem Moment fühlt es sich so an und wenn du, auch wenn du einen Fehler spielst, dann hörst du ja nicht auf. Ah oh nein, scheiße, nochmal, warte schnell. Sondern du ziehst es dann durch. Das nicht kaschieren, und ja. Und dann ist ein Jahr später, oder wie lange? Doch. Ja. Ja, plus minus ein Jahr später und du denkst so, ja, ist jetzt nicht mehr ganz das, oh, soll ich es jetzt releasen oder nicht? Aber es einfach als das angesehen in dem Moment, wie es gesehen ist, ist mega wichtig. Akzeptanz kommt da ins Spiel. Ja. Und was ich auch spannend finde bei Musik, du hast für Leute, wenn du etwas Leute präsentierst, hast du immer noch die Möglichkeit, ein Cover zu spielen. Also du kannst etwas von jemand anderem spielen. Weißt du, so irgendwie, um eben irgendwie den Moment richtig abzufedern, wenn du also, Stossemusik auf der Reise hast du ja auch gemacht gehabt? Hä? Schon ein bisschen, ja. Nein, jeden Tag. Das war ein Projekt. Ja, eben, jeden Tag.
aber du bist aber jetzt gereist. Also weißt du, so, ja, ja. Du reist zum Strassenmusik machen. So. Und dort ist ja dann auch, klar spielst du ein bisschen die Zeug, aber wahrscheinlich ist dann auch, hey, den Leuten gefällt gerade das, jetzt schieben wir noch den nach, oder? Das ist geil. Ja. Das ist Freiheit, oder? Ich habe fast nur Norcobes gespielt. Wirklich? Mhm. Ich habe das Jahr auch genutzt, zum Schreiben. Ja. Nebendran. Oder eben die Piano-Sachen machen. Aber sonst Norcobes. Ja, ich habe es ein Jahr eben auch genutzt, zum Gitarre lernen. Mhm. Richtig einmal. Endlich. Steht die Gitarre ja nur rum. Mhm. Und dort hast du dann wirklich, also hast du dann keine Setliste gemacht, sondern dort hast du dann wahrscheinlich eben auch... Unterschiedlich. Ja. Aber ich habe doch am Anfang an immer eine Setliste gemacht, weil wenn du noch nicht frei bist an einem Instrument, brauchst du ja, klar. Sicherheit, oder? Ja. Du musst wissen, was nacheinander kommt. Ja. Yeah. In L.A.? Kann man das erzählen überhaupt? Ja, was? Ich weiß auch nicht, was meinst. Was? Von L.A.? Ja, ja. Dort hast du ja gespielt. Dort habe ich, ja, das kann man schon erzählen. Dort habe ich, du fragst, weil es nicht ganz offiziell war, meinst du so. Mhm. Ja, ich war ein Jahr in L.A. schlussendlich und war Barpianist. Entertainer, sagt man. In einem recht geilen Hotel in Beverly Hills. Ja, voll. In einem von diesen tollen, übertriebenen 5-6 Sternen Hotel in Beverly Hills, wo wirklich der Justin Bieber am Jackie Chan gute Nacht sagt. Stimmt. Jetzt Jackie Chan gestimmt. Ja, wirklich legendäre Sachen erlebt in diesem Hotel. Also ganz genau 8 Monate gespielt, fast jeden Abend, 6 Mal in der Woche. 4 Stunden mindestens. Und dort hast du keine Setliste gehabt, das weiß ich nämlich noch. Ich habe keine gehabt. Also ich habe mein iPad gehabt und da Songs drauf gehabt, wo ich je nach Stimmung, genau. Was habe ich das und dieses gespielt. Ja. Und man muss dazu sagen, also Barpianist, es gibt die, wo einfach so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Piano läuft, aber du hast ja auch noch gesungen dazu. Ja, voll. Und sie haben es wirklich, aber es ist so, Job ist eigentlich Barpianist / Entertainer. Genau. Also sie haben wollen, dass, es ist eine riesige Lounge gewesen, was haben die reingepasst? Ja, schon ein paar Leute. Ja, ja, also wenn alle Plätze besetzt sind, dann kommst du sicher auf 70 bis... Ja, am Wochenende sind sie noch gestanden, eben. Die ganze Bar entlang. Es hat schon mal Rambazambo-Moment gegeben. Was war das? Ja, eben, dann hast du so je nach Stimmung. Ah, je nach Stimmung gespielt. Einfach gespielt, ja. Ja, alles Mögliche. Und dann sind natürlich auch noch Anfragen gekommen. Hey, der Job ist... Ich habe den per Zufall bekommen. Ich hatte ein Meeting mit einem Musikproduzenten dort innen. Für das bin ich auch über. Und es hatte keinen Pianist in dieser wunderschönen Lounge innen. Kein Piano, nichts. Und wir haben gedacht, das wäre eigentlich eine perfekte Pianobar. Und dann läuft der GM vorbei, der General Manager vom Hotel. Und er ist so ein bisschen Bekannter dort rum und hat ihn einfach so angehauen. So, du, kein Barpianist da innen. Und dann sagt er, heute, jetzt haben wir gerade vorher das Meeting gehabt, dass wir einen Barpianist wollen. So geil. Und den Flügel haben wir schon organisiert. Und dann sagt er einfach so, he's your man. Und ich so, in dem Fall. Okay, in dem Fall. Und dann so, okay, hello. Und dann haben wir uns vorgestellt, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, also bist du Pianist? Und so, bla, bla. So, ja, ja. Und hast du den Job schon mal gemacht? Natürlich. In der Schweiz einmal durch. Einmal, they called me Mr. Switzerland. I was so famous. Das habe ich natürlich nicht ausgepackt. Gell? Nein, bist du Joker? Nein, und dann haben sie mich eingestellt. Und zwar einfach so. Und ich habe kein Visum und nichts gehabt. Ich war einfach dort in den Ferien. Haben sie mich eingestellt? Ich hatte einen Job gehabt in dem Hotel. Also ich musste dann noch vorspielen. Und nachher bin ich dort gewesen. Und dann habe ich gefunden, jetzt bleibe ich da. Jetzt bleibe ich schnell da. Mal schauen, was passiert. Hat sich gut angefühlt. Wieder mal. Und dann 8 Monate später, ja. Immer noch am Töckeln dort. Vor den Leuten. Legendäre Sachen erlebt.
Ich habe also effektiv mit dem Jackie Chan You've Got a Friend gesungen. Wirklich? Ja, voll. Das hast du mir nicht erzählt. Nein, das hast du mir nicht erzählt. Ah, ich habe dir die Furzgeschichte erzählt. Ah, das ist auch legendär. Ich erzähle sie schnell. Ich bin in einer Pause, es war leer gewesen. Es hat Läubige gegeben, was einfach leer war. Halt. Aber eine Dienstagabend war niemand in dieser Lounge gewesen. Ich habe immer 3/4 Stunden gespielt, 4 Stunden Pause gehabt, 3/4 Stunden gespielt. Genau. 4 Set. Und der Charlie und ich sind eben mal schauen, wo du einfach so eine Session gehabt hast, am Freitag oder so. Ja. Aber diese Geschichte sind ja nicht rum gewesen. Nein, Fall, dort hast du uns erzählt. Auf jeden Fall habe ich auf dem WC so, Nummer 2, grosses Geschäft, und warte. bis so ein bisschen dort, ein bisschen Pause machen. Und nachher kommt jemand rein, der meint, er ist alleine auf dem WC. Und pfeift. Ein bisschen bisseln und dann hat es angefangen. Ist weiter bisselt. Dann ein bisschen anfangen zu singen dazu. Und er hat sich wirklich anfangen zu lassen. Und die Typen gefurzt. Hey, mich hat es verrissen. Wirklich gemerkt, er ist alleine. Er hat das Gefühl, er ist allein. Ich habe es lustig gefunden, gegangen raus, steht der Ure Jackie Chan dort in seinem Ure Strampelanzug. So einen seidigen, ganz blauen Anzug. Das ist so geil. So geil. Ich schaue ihn an, mich hat es vergrillt und ich gehe einfach so neben innen, so gut die Hände waschen. Good evening. Ich war super peinlich, so geil. Wirklich? Ah. Er hat mal, er hat kurz ein bisschen peinlich und dann hat er aber müssen lachen. Und nachher ist er raus. Und nachher, dann komme ich raus und dann steht er dort mit dem Blackie, wie heisst er da? Mit dem, wo er die Rush Hour... Ja, mit dem Chris Rock. Mit dem Chris Rock. Chris Tucker. Genau, Chris Tucker. Nachher ist Chris Tucker dort und sie haben ein Meeting gehabt, wahrscheinlich, für wieder irgendwie... Rush Hour 57. Rush Hour 98, ja. ja. Und dann sind sie beide so am Schmunzeln gewesen, so wie zwei Verliebte. Aber eben, erst, das finde ich geil, erst eigentlich, in dem Moment ist er mega free. Er ist so befreit gewesen und wenn der Jackie Chan befreit ist, furzt er. Das wissen wir jetzt über ihn, mit seinen chinesischen Nudelsoup, so einen ganzen Tag hinter der Welt. Die treiben. Eben, der Charlie und ich sind mal, oder sogar zweimal, sind wir dich besuchen, um ein bisschen go zuhören. Und es ist eine faszinierende Welt, weil es hat ja so nichts... Mit dem, es klingt so blöd, für viele Menschen ist es echt ein Leben, aber zumindest nicht mit dem Leben, das ich kenne, zu tun. Sondern eben, es ist so ein Mikrokosmos, es ist so eine eigene Welt. Absolut. Mit den fetten Karren, die irgendwie vorfahren. Und alles wichtige Leute, die du natürlich nicht kennst, aber die Leute dort sind so, oh mein Gott, jetzt kommt irgendwie der Produzent und jetzt kommt irgendwie die wichtige Agency-Frau und was weiß ich. Es ist wirklich... Also der Ort in diesem Hotel ist so, die Lounge ist bekannt dafür, dass dort eigentlich die Stars hingehen, damit sie alleine sein können, dass sie nicht gestört werden, dass sie so ein bisschen Privatsphäre haben und unter sich sind. Und dort gehen alle hin. Sportstars sind dort, Schauspieler, wirklich, Jackie Chan ist Dauergast dort und der Justin Bieber wohnt in diesem Hotel auch noch. Stimmt, hat ja noch irgendeine... Der hat eine Lounge, eine Suite. Wo $10,000 in der Nacht kostet, by the way. Und sein Haus ist 10 Minuten von dem Hotel weg. Ja, sehr ein dekadentes Leben dort. Aber eine völlige Bubble. Völlig etwas, eben, so etwas Schräges, wie du sagst. Es ist so. Ja, und vor allem, ich weiss noch, wo wir da waren, hat es geheissen, der David Beckham ist gerade da. Er ist irgendwie wegen irgendwie Fußballclub und Zeugs und Sachen. Haben sie dort hinten etwas und so. Und dann bist du so, Ich bin als Teenager bin ich riesen Beckham-Fan gesehen und in dem Moment habe ich dann so gemerkt, ich wollte jetzt gar nicht sehen. Es ist so eine absurde Welt irgendwie und das macht überhaupt keinen Sinn und dann würden irgendwie dort hinten würden irgendwie rumlaufen gesehen oder so und dann habe ich gemerkt, nö, wir sind jetzt da, wir trinken ein. Ja. Weißt du, aber es gibt so den kurzen Moment und ich kann mir vorstellen, dass ja der Star-Moment. Eben, und ich kann mir vorstellen, dass man sich so von dem kann, eben reinziehen lassen, weißt du, weil es hat dann, lustigerweise,
du bist ja dann, im Kleinen bist du dann auch schon ein Star geworden dort, weil es sind so Leute gekommen, die sind immer wieder gekommen, die sind nur wegen dir gekommen und haben irgendwie alle, den Song will ich jetzt hören und ich will jetzt das und so. Es ist wirklich eben, es ist eine in sich geschlossene Welt eigentlich. Absolut. Es hat keinen Zugriff zu irgendetwas anderem. Nein, es ist wirklich eine absurde kleine Welt dort innen, wo auch aber ganz viele schöne Momente auch kreiert haben. Also, ja, ich habe wunderbare Erinnerungen und auch weniger wunderbare, aber das war eine krasse Schule gewesen, als Musiker. Dort jeden Abend zu spielen vor irgendwelchen Leuten. Ja. Und ja, das Star-Ding, anfänglich ist das etwas Schräges, oder? Wenn da irgendwie Keanu Reeves drei Meter neben dir hockt und dir auf die Tasten schaut, so. Und du bist am Spielen. Ja. So. Dude, das macht mich nervös. Schau mir nicht die ganze Zeit zu. So. Und mit der Zeit ist das einfach normal, weil es sind einfach auch nur Menschen. Und das ist so. Mhm. Natürlich, ja, aber irgendwie bist du mit denen auch auf eine Art aufgewachsen halt. Durchs Fernsehen und so. Und jeder hat ein bisschen das Gefühl, er kennt ihn. Und das ist ja das Star-Ding, oder? Und mit der Zeit ist das normal. Ja, denkst du, der Richard Gere ist immer schauen. Die spezifisch. Ja, der Richard Gere war viel dort, gewesen, stimmt. Das habe ich vergessen. Der Richard, und wer war auch viel dort? Der Jackie ist wirklich am meisten. Der Jackie, gell? Jackie. Ja, wir sind Duzis. Jackie Chan wohnt auch halber dort. Der wohnt halber dort, ja. Wirklich, der ist wirklich mit dem Bijama unterwegs. Nein, der andere, ich weiß gar nicht mehr, ja, so ein Schauspieler halt. Aber ja, irgendwann ist wirklich normal. Und ich habe für den Justin Bieber habe ich Coldplay gesungen. Was? Weil der Justin ist jeden Abend dort an dieser Bar. Ja. Yeah. Der Justin Bieber, weißt du? Ja. Der JB. Nein, das ist schon witzig irgendwie, können sagen. Schon schräg, eigentlich. Yeah. Schräge und dann Realität. Hat er gesagt, kannst du mal Coldplay spielen, oder was? Nein, ich habe gewusst, dass er das cool findet. Ah ja? Hast du gespielt. Also, hat man gesagt. Weil hinten dran, ich bin ein Angestellter gewesen, ja, von dieser Bar eigentlich, oder? Und yeah. Hinten dran hast du immer so eine Pinnwand gehabt und dort sind so die Stars, die gerade das Zimmer gebucht haben, die sind immer dort die Highlighter gewesen, dass man auch die grossen Stars kennt. Und dass man sie auch speziell natürlich behandelt. Oder? Ah, weil wir wollen ja viel, möglichst viel Cash aus denen rausholen. Ja, ja, ja. It's a business. Ja, und klar. Dann hast du immer gewusst, wer rum ist und so, oder wer kommt wahrscheinlich. Ja. Damit man dann bei dir auch wirklich kann mit dem Namen ansprechen. Damit man sie auch genau schön umschmeichelt. Und wenn dann jemand gekommen ist, ich habe dann auch meistens mich ein bisschen Research gemacht, wenn ich gewusst habe, eben der Robert De Niro ist auch viel dick. Der Robert De Niro kommt, dann gehst du schauen, was findet er für Musik geil. Und nachher spielst du, also meistens findest du so irgendetwas. Mhm. Und nachher spielst du das. Der hat eine Freude. Ja. Und nachher fühlt er sich wohl und nachher geht er mehr Geld aus. So. Mhm. Schräg. Das ist richtig schräg. Hätte dann auch entsprechend wirklich Trinkgeld reingeschmissen? Nicht einmal so Hund. Aber er war auch immer sehr busy, er hatte immer so Meetings. Ja, nicht schon gleich. Krass. Ja, Schräge Welt, aber schöne Erfahrungen gewesen. Genau, und von wegen eben im Moment irgendwie Sachen machen. Dort hast du dort mal einen eigenen Song ausgepackt. Dort hast du auch wie Strassenmusik. Hast einfach eben Songs gespielt für die Leute dort. Ja, das war ein Business gewesen, wirklich. Ja. Dort ist es darum gegangen, die Leute möglichst lange in der Bar hineinzuhalten, dass es möglichst viel Umsatz gibt. Das ist, darum hat man eigentlich einen Musiker in einer Bar. Oder? Ist noch hart. Es geht gar nicht darum, dass sie es schön haben. Es geht darum, dass ihr es schön habt und viel darum Geld eben, haben. Aber wenn du es schön hast, dann gibst du natürlich auch gerne. Ich meine, das ist etwas, was ich in der Schweiz Symbiose. Super vermisse. Also außer du hast da, was weiß ich, Superior Hotel, gibt es eigentlich keine Barmusik. Und dann gehst du auf die Insel und kannst in jedem Pub hast du irgendein geiles so Duo. Gute. Mega. Hure gute Musiker oft, oder? Weil die spielen dann jeden Abend. Genau. Und spielen jeden oben und haben alle Hits parat, wo du dann eben, dann
gibst richtig Geld aus, weil dann fährst du an saufen. Ja, voll, absolut. Dann saufst und dann fährst du auch mitgrölen. Und ich habe angefangen, wirklich effektiv, ich habe vielleicht 7 Songs können in meinem Repertoire. Also weißt du, spielen gut und voll auswendig und parat und so. Und das habe ich auch vorgespielt und dann haben sie gemeint, ich habe jeden Song, den es gibt. Und dann habe ich noch 2 Wochen... Spiel den. Ja, und dann habe ich 2 Wochen Zeit gehabt, um mich vorbereiten eigentlich. Und habe müssen einfach Songs lernen. Und anfänglich, wenn ich 4 Stunden spielen und singen, ist so... Das sind dann schon gegen die... Also mindestens 30 Songs. 30, 40 Songs, oder? Ja. Und das habe ich am Anfang nicht gehabt. Unmöglich. Vielleicht 10, 15 oder als ich dann angefangen habe. Ja, vielleicht 15 Songs. Das Zeug müssen repetieren. Und dann in der Pause bin ich eben immer die Leute gefragt, ob es ihnen gefällt, ob sie eher so ein bisschen, was ihnen für Musikstil gefällt und bla. Das heisst, du hast ja in der Pause eigentlich nicht wirklich Pause gehabt, sondern du hast dann müssen... Socialized. Genau. Ich einfach. Mit den Leuten schwätzen. Ja, das habe ich wollen, dass sie sich noch ein bisschen wohlfühlen und dann vom Piano noch ein bisschen sie umschmeicheln und so. Und für mich zum Wissen, was gut ankommt. Und so habe ich meine Setliste eigentlich ausgeweitet. Weil die Songs, die sie dann gesagt haben, kannst du den und den? Und ich so, den kann ich jetzt gerade nicht. Und dann habe ich den einfach aufs nächste Mal gelernt. Komm, nächste Woche, dann kann ich. Genau, und dann habe ich mir genau daraus gemacht, und das hat am meisten Trinkgeld gegeben, wenn ich sehe, dass die Person reinkommt und ich noch gewusst habe, was sie für einen Song wollen, der Song spielt. Krass. Das ist gut angekommen. Ja, und dort, das ist wirklich so die schönen 100er Nötchen. Ich habe so einen grossen Glas-Jar auf dem Flügel und Deck, hey, die haben teilweise einer 500 Dollar einfach so geil, sehe ich so Deck 500 Dollar rein da und ich bin so geil! Ja, logisch. Oder du kannst, ja, kannst ewig leben von dem, also halben Tag. In LA. Aber das finde ich auch noch, das finde ich jetzt ein Paradebeispiel, warum du eben, was du heute alles gesagt hast, ist so, in dem Fall, du nimmst den Job an und danach machst du aber dein Allerbestmögliche daraus. Also es ist dann nicht einfach, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen da am Piano und sing 2, 3 und so. Und wenn sie mich in ein paar Wochen rausschmeißen, voll geil, habe ich trotzdem ein bisschen Stutz verdient. Sondern eben, du machst dir dann zu der in dem Moment fast Lebensaufgabe zu sagen, also, und dann, du willst den Song, nächste Woche kann ich den, und wenn die Person kommt, dann spiele ich den für dich. Und klar, eben, kriegst du auch viel Stutz dafür, aber es ist eben auch die Hindernisse, die du selber dir setzt und willst überwinden. Weil es gibt 2, also es gibt 100 Möglichkeiten, so einen Job auszuführen, aber die 2, die ich würde jetzt sehen, sind entweder voll geil, ja, vielleicht lerne ich noch 2, 3 Songs dazu, wenn du ganz frech bist, schreibst du die sogar auf eine Liste und sagst, das sind Songs, die ich spielen kann, welche willst. Oh nein. Nein, natürlich nicht, aber so im Grundsatz so. Das kommt nicht gut an. Ich kann ein paar Songs spielen und wenn ich mal nichts kann, eben ein bisschen improvisieren kann ich auch noch, ich kann ja auch mal das eine von diesen 4 Stunden, tue ich einfach ein bisschen Instrumental, ein bisschen rumklimpern. Das hat es auch gegeben. Je nachdem. Aber wenn es volle Buden ist und Samstag, dann wollen die Leute, ist klar, was sie da wollen. Dann wollen sie Angels von Robbie Williams oder so. Oder was, also eine, der perfekt am Piano geht, wo alle dann mitsingen, ist so Elton John. Ja. Weißt du, wie viele Elton Johns habe ich gespielt, jeden Abend. Aber der allergrößte Hass-Song ist geworden. Piano Man, logisch. Weil er geht 38 Minuten. Geht er nicht, aber du weißt, was ich meine. Und er ist nicht einfach. Also, ist hoch für mich zum Singen. Und jeder hat ihn wollen, 5-mal. Weißt, so, ich habe sicher 10-mal gespielt an einem Abend. Oh, Scheiß. Ja, ich. Und dann, ja klar, dann spiele ich gerne. Dann spielst du ihn wieder, ja. Ich bin verreist zu lachen. Du musst dann auch mal spielen, oh ja, das ist dein Job. Genau, und dann habe ich gerade gedacht, und dann bin ich wieder der, oder? Dann hocke ich wieder dort. Ja, ich mache jetzt zwar Musik, aber ich bin ja genau der gleiche. Ja. Oh, shit.
So, noch schnell zwei, drei Sachen. Du hast irgendwann angefangen, so Musicals zu spielen. Du hast getanzt. Jesus, du hast ja Darf ich bitten gewonnen. Mhm. Das völlig vergessen. Du hast etwas gesehen, wo du gesagt hast, komm, das machen wir jetzt. Es fühlt sich gut an. Los geht's. Tanztraining. Ich habe Geld gebraucht. Nein, ja, voll. Sie haben mich gefragt. Ich habe eine geile Idee gefunden. Ich habe gesehen, ich kann lernen, ich kann gratis lernen tanzen. Yeah. Und ich habe gesagt, mein Ziel, persönliches Ziel ist, dass ich wirklich lerne tanzen. Yeah. Nicht einfach, dass ich ein Choreo lerne. Mhm. Und dann habe ich für das zugesagt. Ja. Yeah. Und dann hast du ja wirklich dich kaputt trainiert. Jeden Tag, ja. Ja. Yeah. Voll. Vollgas gegeben. Hat nur das gegeben. Eben, das ist wieder so ein Beispiel, oder? Nicht, ja, ich tanze noch ein bisschen nebenbei und eigentlich... Nein, ich mache... wenn ich etwas machen will, dann setze ich mir selber eine Challenge, was ich daraus herausholen will. Oder musst du etwas nicht machen. Und nachher will ich das Ziel für mich erreichen. Und mein Ziel war dort, lernen tanzen. Also die Grundschrittsachen, was auch immer. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will es gewinnen. Einfach so, das waren die zwei Ziele. Gewesen. Mhm. Und dann, dann hast du das Gespür, was es braucht für das. Und dann sagst du, ist das? Beides erreicht. Ja, also ich kann nicht wirklich tanzen. Jetzt. Ja. Grundschritt? Ja, ja, voll. Das vergisst du halt, aber ja. Ja, ja. Und eben, ich habe dich mal gesehen bei Schön und das Biest am Walensee. Musical. Wir haben es kürzlich davon gehabt mit dem Jan Kerlin. Der hat nämlich... Der junge Geisenpeter gespielt im Heidi. Mhm. Und da ist die Frage, ob du einen von den älteren Geisenpeter gespielt hast. Nein, Wallensee dort, Schön und das Biest, das erste Mal gesehen. Ja. Und jetzt hast du irgendetwas, ich nehme an, das ist verschoben oder ist abgesagt. Was hast du jetzt zwei gehabt? Musicals, Sister Act, Berner Theater, wäre immer noch am Laufen, bis Ende Januar. Ist ist mal verschoben. Ja. Yeah. Und der Löwe, der nicht schreiben konnte. Genau. Das Familienmusical, das ist auch, wäre gleichzeitig auch im Berner Theater gelaufen, einfach durch den Tag. Dann hättest du auch können, am Morgen. Ich wäre am 9 Uhr am Morgen dort wirklich rein und wäre um 1 Uhr zum Abend wieder raus. Und das habe ich mir genau so vorgestellt und ich habe das genau so wählen. Mhm. Einfach 5 Monate. Vollgas eintauchen in die Welt. Abgesagt. Also, ein Jahr verschoben. Eben, aber Premiere, also 6. November 2021. Eben, wird beides in irgendeiner Art und Weise noch stattfinden? In dem Fall. Wird beides stattfinden? Ja. Ja. Das Löje Musical ist fix auf den 6. November 2021 Premiere geplant und das andere Sister Act. Wissen wir noch nicht? Wissen wir noch nicht. Ja. Weil die Fotos habe ich schon gesehen vom Löy. Ja, ich habe schon alles gelernt. Es ist alles, das für sich nicht, aber das Löy-Ding ist sitzt eigentlich. Ja. Und es ist so, ja, nun. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit, um es zu vergessen und um nachher wieder üben. Wobei, also mit dem Alter wird es natürlich schwerer, aber ich weiß noch, als ich Theater gespielt habe, wenn man es mal gespielt hat, dann hilft es natürlich. Weißt du, hast so Wiederaufnahmen gehabt? Hast du so irgendwie im Dezember hast du die letzte gespielt und dann hat irgendwie im nächsten Sommer kommt wieder ein paar Vorstellungen. So. Und ich habe kein einziges Mal das Textbuch für ihn genommen und ich habe kein einziges Mal die DVD geschaut, die sie geschickt haben. Sondern wirklich, es ist so gesehen. Und du hast auch keine Proben mehr gehabt, weil es ist ja Wiederaufnahme. Also du musst ja dann einfach kommen und du spielst es dann. Und es ist wirklich so gesehen, wenn du mir würdest folgen, ich könnte dir keinen Satz sagen, aber stellst dich in das Set, Bühnenbild, boom. Die Person sagt das, es kommt von irgendjemandem in deinem Hirn, ich kann es auf die Führung machen, bam, und du sagst genau das, so wie du es immer gesagt hast, ohne dass du einmal das hast müssen repetieren. Oh, okay. Das ist schon noch krass. Und das ist bei Stand-up ist natürlich weniger, weil du bist dann jemand anders und du spielst an einem anderen Ort und irgendwie, wie heißt die Person jetzt da und irgendwie neue Einflüsse und aber Theater spielen, vor allem am gleichen Ort, so quasi, ich spiele jetzt in Bernhard, und so ist das Bühnenbild, wenn du das mal so gespielt hast. Im Alter kannst du nicht mehr 1:1, aber ich behaupte, irgendein Stück von denen könnte ich wahrscheinlich jetzt dann dazu. 80% könntest du wieder geben. Schon, gell? Ich habe das Gefühl. Wenn das Setting genau gleich ist. Ich habe das Gefühl, ja.
Das ist schon noch beeindruckend. Ja, voll. Also das Genie und das Biest könnte wahrscheinlich alles noch. Also eben, wenn ich jetzt daran denke, keine Chance, aber wenn du dort stehst, dann geht es irgendwie. Ist schon geil. Du bist, ich habe so, hab das gesagt, wie gut ich dich gefunden habe. Ich habe dich wirklich sensationell gefunden. Weil du bist physisch also perfekt. Du bist also, jede Bewegung passt und ist ohne irgendein Mini-Larifari-Ding. Es ist einfach so tack, tack, tack. Das war lustig. Ja, das war mega geil gewesen. Ja, das hat mega Spass gemacht. Ich habe einfach, was man nicht machen sollte, wo der Regisseur seine Anweisungen komplett ignoriert. aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es funktioniert nicht. Ja. Und habe einfach mein Ding gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, es braucht Slapstick-Comedy für diese Rolle. Und das vom so Gustav, der einfach mega dumm ist. Der dumme Schönling. Der dumme Schönling. Ja. Das kann ich, oder? Und dann... Also eigentlich hast du ja Charakterstudie gemacht. Genau. Von Bachelor und Mr. Schweizer und habe sie in dem Setting genau. Dort... Du bist so method, dass du Jahre davor... Geil. Scheiße, ich muss sagen, eigentlich mache ich immer das Gleiche. Merke ich gerade. Das ist gerade eine Eingebung. Ich mache eigentlich immer das Gleiche. Fuck. Vielleicht ist das meine Lebensaufgabe. Gell. Dumme Schönling sein. Well. Das ist der Regisseur gesehen, wo immer noch einen gesoffen hat, gell? Ja, voll. Die er gerne gehabt hat, hat er immer nach einer Probe oder nach einer Aufführung hat er das Liebowitz. Okay, nachher hast du schnell rauf. Boah, das Liebowitz runter und nachher noch einen. Das ist so, wie will ich sagen, das sind so die Künstlersachen, weißt, wo man ja einerseits liebt, aber ich merke für mich, mit der Zeit musst du dann auch irgendwann musst du so ein bisschen aufhören. Ja, auf jeden Fall. Gell? Weil sonst hast du das Gefühl, sonst das siehst du dann eben auch. Du siehst ja dann in dem ganzen Bereich, siehst du dann auch Menschen, die nicht haben können aufhören. Dann denkst du ja, so, Das ist gut, dass du es sagst so und dass du es gemerkt hast auch irgendwann, oder? Das ist mega wichtig, weil anfänglich ist so die Euphorie von du bist jetzt irgendwie auf einer Bühne, du kannst jetzt das machen, hure geil. Es ist wie Ferienstimmung. Mhm. Und was isst man und was trinkt man in den Ferien? Flips und Bier oder so. Und so kannst du einfach nicht durchs Leben, oder? Ja. Und wenn es deine Aufgabe wird, was bei uns geworden ist, erstaunlicherweise, dann musst du irgendwann mal denken, hey. Dann wird es schwierig. Ja, voll. Aber das ist gut. Das ist gut, dass du die Kurve gekriegt hast und deinen Alkoholismus hast können ablegen, Joel. Ja, aber es ist ja nicht nur der Alkoholismus. Weißt, es ist ja auch irgendwie so, dass sich treiben lassen ist ein Stück weit gut, aber du musst es, blöd gesagt, nur noch gezielt machen. Also weißt, wenn ich irgendwie... Im normalen Leben natürlich, irgendwie hast du Gig in Hamburg, ein Wochenende lang, Quatsch Comedy Club. Und dann gehst du auch oben, gehst richtig auf die Piste. Mit den anderen Komikern und so. Und richtig auf die Piste heisst ja nicht, wow, wir gehen die Reeperbahn drauf und ab und gehen irgendwie Weiber anglotzen und gehen durch die komische Straße, wo keine Frauen erlaubt sind. Sondern dann ist es wirklich oft so, in irgendeiner versoffene, stinkige Drecksbar. Und laberisch und trinkst einfach und irgendwann ist 5 und dann bist du so, ich bleib langsam high. Ja. Das machst du noch einmal. Aber weißt, wenn ich dann so zurückdenke, eben, vor allem so Sachen, die repetitiv sind, eben Musical ist ein Paradebeispiel, jetzt Basel, ein Theaterstück lang spielen, wo einfach so. Hast du nicht jeden Abend gemischt, nein. Bist in Woche 2 und dann bist du irgendwann bist völlig in der Matrix. Bist du einfach so. Ja. Ich gehe mal wieder raus und saufen und penne den ganzen Tag. Oder wir haben es mit dem Jan Kerlin davon gehabt, so Restauration ist ein ähnliches Business in dem Punkt. Du machst jeden Tag den Job und dann ist irgendwie 2 Uhr morgens und du bist ja schon in einer Bar. Also hast du vielleicht sogar schon vorher angefangen. Schwur gefährlich. Schwur gefährlich. Nein, es geht nicht. Und du bist auch so einer, eben irgendwie, ich sehe dich in LA, du bist irgendwie top trainiert und so und ja, ich saufe eigentlich auch nicht wirklich und ja. Gut, hilfe dafür mich. Wirklich? Nein. Das hast du früher auch mehr gemacht? Viel, ja. Also in der Mr. Schweiz Zeit.
Darum hast du die ganze Zeit so grinsen können. Bin ich stoned gsi. Aber nicht nur. Nicht immer. Nein, ja, Anfangs 20, Mitte 20, hure Gas geben. Aber nie Kontrolle verloren. Ja. Und immer, ich habe es eigentlich schon immer genutzt, so für etwas. Nicht einfach so nur zum blöd tun. Ich habe es immer irgendwie, doch, oder denen absichtlich braucht es zum blöd tun. Mhm. Aber einfach so für mich irgendwo ein Jointli rauchen und irgendwie traurig sein oder keine Ahnung. So etwas gibt keinen Sinn für mich. Mhm. Aber ja, hier und da finde ich Cannabis ein gutes Hilfsmittel. Zum für was auch immer. Okay, also hast du ja können schreiben? Ja, kommt meistens nicht so Intelligenzzeug raus. Schon, gell? Ja, es ist auch. Und komponieren und es so. Ist etwas anderes. Es ist etwas anderes. Ich werde schon sehr kreativ und aktiv. Aber ich nutze es nicht zum Schreiben. Nein, das schon nicht. Aber zu meinem Körper gehen, ja, ist noch spannend. Ja, oder zum mich auslachen. Zum dich auslachen? Ja. Ist das vorgekommen? Ich probiere irgendeine Geschichte zu erzählen. Du weißt, was der lacht. Wo ist das gewesen? Wo ist das? In L.A. Sind wir irgendwo Barbecue machen so, und dir wirklich so, Alter, was labert der? Ah, dort auf der Dachterrasse. Ja, dort habe ich noch... Dort habe ich doch nicht gerade. Nein, nicht auf der Dachterrasse. Nein, wir sind Barbecue. Irgendwann in einem Park. So richtig Classic American Barbecue. Man muss auch sagen, in Kalifornien ist es legal. Ja, ja, ist legal. Die muss man sogar. Die muss man. Das ist schon komisch. Ja. Aber sonst. Entschuldigung, ist der Rede, ist der Blubber, das weiß ich nicht mal. Nein, mehr. Das ist so lustig gesehen. Ich sehe, okay. Ich habe wirklich gesehen, ich erzähle es euch ein anderes Mal. die sind immer anders. Ja, mit dem Matt ist sowieso ein guter Freund. Mit dem ist so. Das ist so lustig, ey. Sehr. Und der ist noch viel lustiger, wenn er kifft. Und dann sind wir in einer von diesen Bars, wo ich so sage, das ist eine meiner Lieblingsbars, eine richtig dreckige Rockbar. Weißt du, hey, komm, wir gehen da hin. Und du sagst, ich trinke eigentlich nicht mehr gross. Und dann kommen wir da hin. Mit dem Charles. Ja. Und hinten raus irgendeine, wo überall Kokain verteilt. So, hey, do you want some Coke? Und wir alle so, ich so, sorry. Falsche Film. Ja. Ich dachte, das ist eigentlich noch eine geile Bar, aber jetzt ist es so ein bisschen... Es ist schon ein bisschen absurd gewesen. Das war ein hure Loch dort, ja. Habe mich nicht wohl gefühlt. Eben, und ich habe so mega schlecht gewesen. Das ist das Schlimmste, du willst jemandem etwas zeigen. Und ich glaube, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt, weil es gibt Momente, da fühlst du dich mega geil dort rein. Und zwar, du läufst rein, so ist es mir halt beim ersten Mal gegangen. Und es hat eine geile so Rockabilly, Psychobilly-Band gespielt. Irgendjemand hat so halb akrobatisch rumgetanzt, aber nicht wirklich burlesque, sondern mehr so, eben so ein bisschen mehr zirkusmässig. Und du bist so, wow, geil, oder? Mm. Dann gehst du an Bar, irgendein komischer Cocktail, tschüss. Und dort ist an dem Moment, bist du mehr so gesehen, irgendwie, es läuft einfach laute Musik, aber keine gute. Kein Mensch ist am Tanzen, nein. Aber alle sind hinten aussen am Kopf. Ja, und dann hast du gesagt, ist glaube ich ein anderer Moment. Außer die drei Schweizer, die so völlig verwirrt so dort so rumschauen, so, hey, was machen wir ja? Sollen wir irgendwie eintauchen? Auch? Komm, wir trinken einfach so. Hey, ich finde es nicht so cool da. So. Hure schräg. Finde es nicht so, okay, gehen wir wieder, trinken schnell aus. Charlie, goddamn, was war das gewesen? Ich bin nachher, glaube ich, auf drüben gegangen, also ihr, gell? Voll, ja. Was habt ihr denn nachher noch eigentlich gemacht? Dann sind wir nochmal zurückgegangen. okay. Nachher mal hinten raus. Nein, definitiv nicht. Was schon gesehen, das ist ja noch hübsch gesehen. Weißt du, hast du gedacht, das ist noch hübsch? Und danach merkst du, die ist komplett kaputt. Schade. Ja, das finde ich ganz unsympathisch. Das geht für mich nicht. Mm. Nee, gar nicht meine Linie. Wortspiel. So, das ist doch ein wahnsinns Schlusswort. Ja, ja. Nein, zum Abschluss. Also du bist ein Mensch, das ist jetzt ein bisschen rausgekommen. Weißt du, was man macht, um sich gut zu fühlen? Hast du jetzt auch oft erwähnt. Aber gibt es etwas Spezifisches, wo du würdest sagen, das mache ich, um mich
gut fühlen. So, wenn, ganz viele Sachen, ja. wo ich als meine Routine betitle. Willst du sie alle hören? Hey, Hause? Nein, das Erste ist, also Gesundheit, ich sehe es so, Gesundheit ist das Allerwichtigste für einen persönlich. Mhm. Wenn man nicht gesund ist, ist alles andere, ist die Karriere nicht wichtig, Familie nicht wichtig, du musst gesund sein. Also investiere ich in das. Und dort ist Ernährung drin. Ja. Dort ist nicht rauchen und kein Alkohol oder möglichst wenig drin mittlerweile. Mhm. Einfach alles, was gesund ist halt. Und ich bin vegetarisch schon seit ein paar Jahren. Das ist aber eher so ein bisschen ein Zurückgeben zum Planet. Mhm. Wegen Ausbeutung und Plan. So ein bisschen in die Richtung müssen wir ja nicht jetzt gehen. Und dann halt einfach also Körper und Geist eigentlich. Und für den Geist mache ich halt Übungen wie Meditieren, ja. Wo für mich immer wichtiger wird. Und das mache ich, um runterfahren, um Kontrolle haben über das ultra krasse Tool, das wir Menschen überbekommen haben. Und um mich lernen oder schulen, mich besser können konzentrieren auch. Länger können konzentrieren. Das ist ein gutes Tool, Meditation. Dankbarkeit mache ich, Yoga, Stretchen, einfach so Sachen. Dankbarkeit? Dankbarkeit ist das allererste, was ich am Morgen mache. Wirklich, ich hocke auf, Atmungsübungen mache ich noch. Ich hocke auf und dann sage ich ein paar Sachen, wofür ich dankbar bin. Ja. In dem Moment. Dann fühlst du dich eh besser. Ja, weil Dankbarkeit ist eine Emotion, die alle anderen Emotionen ausspielt. Du kannst nicht dankbar sein und hässig. Du kannst nicht dankbar sein und traurig. Oder? Und das ist, darum ist es ein gutes Tool und es behaltet dich auch auf dem Boden. Mhm. Also, ja. Nicht, dass ich so ein riesen Star wäre, das meine ich ja gar nicht. Aber es, du bleibst geerdet, ja, das meine ich. Also, das hat ja nicht mit irgendwie eben Bekanntheit oder was weiß ich zu tun, sondern so geerdet sein ist glaube ich etwas Wichtiges für jeden Mensch. Mega, mega wichtig und effektiv wirklich sich erden, sprich barfuß voraus. Wirklich? Machst du das? Ja, ich schaue, also ich mache es nicht jeden Tag, aber ich schaue, dass ich es immer mal wieder kann, weil wir haben alle immer so Gummisohlen unter unseren Füßen, wo wir einfach nicht wirklich verbunden sind. Mhm. Ich finde Barfußlaufen finde ich etwas mega geiles. Hure. Ja, eben, du spürst etwas anderes, das ist so. Du spürst auf einmal den Boden. Ich finde allein schon ein Parkettboden auf dem Barfußlaufen. Ich habe fast nie Socken an der Hand. Absolut. Fast nie. Sonst ist wirklich so, es fühlt sich anders an. Ja, voll. Und ich habe das im Fall, also sie haben X-Tests gemacht, man kann das messen. Wir sind elektromagnetische Wesen oder ganz viel Elektrizität in uns und wenn du auf der Erde stehst, passiert ganz viel in unserem Körper. Mhm. Und wenn du eine Gummisohle dazwischen hast, passiert es einfach nicht. Oder? Also das Erden, sich erden, ist effektiv wie eine Batterie oder eben sich erden. Ja, yeah, ja. Yeah. Darum gibt es eine Erdung auch da im Strom. Hin. Ja, also Dankbarkeit. Nachher mache ich Atmungsübungen, wo ich eigentlich eine Art wie hyperventilieren um mein CO2-Blut rauszubringen. Und das macht einem ein bisschen dizzy und dann meditiere ich. Meditieren. Visualisieren Zeug gehört auch noch so ein bisschen dazu. Mhm. Dann mache ich entweder Yoga oder Stretchen. Ja. Und nachher dusche ich kalt. Das gehört auch noch dazu. Genau gewusst, das hätte ich dir jetzt noch gefragt. Ich habe genau gewusst, dass du kalt duschst. Ja, Ja, logisch, Alter! Duschst du auch im Winter? Also duschst du konstant immer kalt? Ja. Nein, also ich tue schon auch mal noch ein bisschen warm. Mhm. Aber es ist unterschiedlich, je nach Mood. Wenn ich das Gefühl habe, heute will man es geben, dann dusche ich nur ganz kalt. Aber es ist doch meistens ein bisschen ein easy Einsteigen mit ein bisschen warm, lauwarm. Zack! Genau. Ich mache es nämlich so. Ich mache im Sommer mache ich ganz kalt, immer. Konstant. Und Konstanz. Und für Winter warm, sogar weißt, so fast heiß. Und dann zack. Das ist schon geil. Ja, das ist mega geil. Mega gesund. Hure wichtig.
Vor allem jetzt bin ich ein paar Tage in den Bergen gesehen. Und dort ist ja kalt, dann wirklich kalt. Dort schmerzt ja der Kopf nach etwa 10 Sekunden kaltes Wasser drauf. Und dann denke ich so, oh shit, das ist in unserer Wohnung, das ist so. Ja, es ist nicht, es ist wirklich. Ist fast pisswarm. Ja. Das hat mich in L.A. genervt. Weißt du, wie es bei deiner Bude war? In L.A. ist kalt, ist immer noch. Nein. Pisswarm. Ja, warm. Es kann gar nicht kalt werden. Ja. Ja. Leider. Aber jetzt, in die Limmat. Machst du das? Hier und da. Wow. Das ist gut. Es ist sehr gut. Es ist für so viele Sachen gut, für den Körper und eben auch für den Kopf, weil du gehst in ein Terrain, wo du nicht willst, aber du gehst gleich. Und schon nur das macht so viel im Kopf. Oder, Und dann bist du drinnen und nachher hörst du das Stimmchen da oben, wo findest, spinnst du, geh raus, was mache ich da? Du musst raus, es ist kalt, was ist mit dem Herzinfarkt, bla bla bla. Mhm. Und dann einfach lernen, das zu ignorieren oder zu beobachten, das ist auch wieder Meditation. Das ist mega gut. Ja. Also für den Kopf und für den Körper. Ja. Das ist... So weit bin ich noch nicht. Aber du bist auch einer der ganz wenigen Menschen. Ich weiß nicht, wie viele in die Limmat gehen. Ich weiß, dass in Basel sind es, glaube ich, 8 oder 9, die im Winter in Rhein gehen, schwimmen. Ja. Ich gehe auch nicht jeden Tag. Ich gehöre auch nicht zu denen, die jeden Tag... Es gibt ein paar da, die jeden Tag gehen. Ja. Ja, weißt du, ich fände es schon cool, all die Routine-Sachen, die ich dir jetzt gesagt habe. Weißt, das geht ewig. Bis alles abgehört hast. Du hast nicht jeden Tag gleich viel Zeit. Genau. Ja, und das ist, wenn ich alles würde machen, dann habe ich effektiv 4 Stunden. Ich habe es auch schon eine Zeit lang gemacht. Mhm. Du hast 4 Stunden. Das ist der Halbtag irgendwie fort, oder? Mhm. Ja. Und das ist aber auch das Problem. Mit so, ich finde auch, es darf nicht zur absoluten Routine werden. Im Sinn von, eben, wenn du es dann mal nicht kannst machen, dann gehst du ja völlig aus dem Raster und dann ist ja voll scheiße. Ja, voll. Sondern wenn ich es kann machen, dann mache ich es. Aber es ist jetzt auch nicht ganz schlimm, wenn nicht. Nein, es hat mich gerade irgendjemand gefragt, wegen so, weißt du, bei Auftritt. Eben so, was ist deine Routine vor dem Auftritt und so. Und ich so, hey, wenn ich etwas hätte und das dann mal nicht kann stattfinden, dann ist verloren nachher. Oh, dann hast du das Gefühl, der Auftritt wird katastrophal. Ja, genau. Das darfst du eigentlich nicht haben. Sondern es ist eher so das Unterbewusstsein, das ja dann mit der Zeit eine Routine entwickelt. Ja. Und das kann sich dann auch eben nicht durchbringen lassen, durch was weiß ich, für Ablenkungen und Sachen, die nicht passieren. Mein Gott. Gute 2 Stunden. Shoot. Shit, wirklich so. Yes. Und ich muss dringend auf die Toilette. Ich muss so dringend gehen sagen. Also du darfst zuerst. Ich gewähre dir. Nein, ist gut. Also gut. Ja, du. Geil, sich. Mein lieber Joel. Schön, haben wir uns wieder mal gesehen. Jetzt haben wir uns lange nicht gesehen. Eben, du hast mich mal gesehen, aber ich dich nicht. Und du bist jetzt wieder rum, darum können wir uns wieder öfters sehen. Und du musst auch hier wieder mal reinkommen? Ja, ich gehe mit Januar 2,5 Monate fort. Aha, ja, also. Dann. Also wir sehen uns nachher wieder im Frühling. Gehst du weg? Ich gehe mein Album fertig schreiben. Geil! Gibt es ein neues Album? Hä? Gibt es ein neues Album? Ja, auf jeden Fall. Ja? Freue mich. Ich mich auch. Alles Liebe? Alles Liebe dir. Bis bald. Bis gleich. Du musst noch den Leuten Tschüss sagen. Tschüss zusammen. Macht's gut, hat mich gefreut. I'm not the one who's always right.